Meine Mutter hatte immer ein Glas Rotwein in der Hand, das kann man schon sagen. Und das siehst du als Kind aber nicht, dass das eine Krankheit ist. Aber du spürst relativ schnell, dass das nicht normal ist. Das hat mich sogar sehr beschäftigt, weil ich meinen Vater ja als Siebenjährige auf frischer Tat ertappt habe und verraten habe. Und dadurch in meiner Kinderseele quasi entstanden ist, dass die Eltern sich getrennt haben, weil ich ihn verraten habe und weil meine Mutter das natürlich dadurch mitbekommen hat. Also es gibt einen Kommentar, den hat nach der Geburt des fünften Kindes und meinte eine Nachbarin, mir gratulieren zu wollen und dann, ja, jetzt ist aber genug. Sobald ein Kind im Raum ist, dann ist die Konzentration nicht mehr da, dann kommt das Kind rein, dann ist wieder was. Aus Elternsicht total verständlich natürlich, aber für mich als Person, die keine Kinder hat und auch keine Erfahrung damit hat, ist das wahnsinnig anstrengend und ich bleib dann einfach lieber weg. Ich habe dann gefragt, Mama, hast du mich überhaupt lieb? Und hat sie gesagt, nein, dich kann man nicht lieb haben. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sind Sie ein Familienmensch? Danke. Gibt Ihnen die Familie Halt? Gibt sie Ihnen Geborgenheit? Oder ist die Familie für Sie ein Ort, der Sie eher belastet als stützt? Familie auf dem Prüfstand, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Sie, Max Mutzke, sind in einer großen Familie aufgewachsen. Halt fanden Sie dabei vor allem im Kreis Ihrer fünf Geschwister, denn Ihre Mutter war schwer alkoholkrank. Sie sind ein totaler Familienmensch geworden und haben heute vier Kinder. Herzlich willkommen, Sänger Max Mutzke. Als Einzelkind haben Sie sich zu Weihnachten oft Geschwister gewünscht, Katja Wodke. Und schon früh verkündeten Sie, ich will mal 10 Kinder und einen Bauernhof haben. Inzwischen sind Sie Ihrem Kindheitstraum ein gutes Stück näher gekommen. Wir sind gespannt. Katja Wodke. Familienleben ist absolut nichts für Sie, Roland Heitz. Sie genießen seit Jahrzehnten Ihre Freiheit und hätten niemals die Verantwortung für Kinder übernehmen wollen. Wie Sie Ihr Leben auch ohne Kinder erfüllt gestalten, das hören wir heute von Roland Heitz. Herzlich willkommen hier bei uns im Nachtcafé. 50 Jahre lang hatten Sie kaum Kontakt zu Ihrem Vater, Kati Karrenbauer. Er hatte die Familie verlassen, als sie noch ein Kind waren und zeigte nur mäßiges Interesse an ihnen. Seit einiger Zeit aber sind sie einander so nah wie noch nie. Warum und wie es dazu kam, das erfahren wir von Schauspielerin Kati Karrenbauer. Einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend haben sie, Rose, in Heimen und bei Pflegefamilien verbracht. Doch immer wieder kamen sie auch zurück in ihre Ursprungsfamilie, einen Ort, der sie schwer traumatisiert hat. Wie sie heute auf die Zeit von damals blicken, berichtet uns Rose. Schön, dass Sie da sind. Und wir begrüßen die Psychologin und Philosophin Dr. Katharina Ohana. Sie werfen einen ungeschönten Blick auf die Familie, die oft genug kein Hort der Geborgenheit ist. Unter welchen Umständen es sinnvoll sein kann, die Familie hinter sich zu lassen, das hören wir von Dr. Katharina Ohana. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Herr Heitz. Ich hab's gesagt, Sie leben kinderlos. Und zwar ganz bewusst. Richtig. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten, wie Frau Wodke, eine Familie mit 6 Kindern. Wäre das nichts für Sie, wenn Sie das so bildlich vor Augen hätten, den Alltag? Ich würde mit einem Kind schon nicht klarkommen. Das wäre mir schon zu viel. Wäre zu viel? Das wäre mir schon zu viel. Wie ist das Leben mit 6? Wunderbar. Wunderbar, weil, was ist das Schöne daran für Sie? Es gibt ständig tolle Momente einfach. Also ich sehe die Kinder, sie spielen miteinander, sie haben Freude. Ich spiele selber Gesellschaftsspiele oder sowas. Ich sehe einfach die einzelnen Entwicklungsschritte und ich freue mich einfach jeden Tag aufs Neue. Also immer das Zusammenleben ist einfach für mich ein großer Schatz und ein großes Glück.
Sie haben auch 4 Kinder. Was lieben Sie daran? Also eigentlich schon vieles gesagt. Ich finde, diese Dynamik, die sich daraus ergibt, die kann kein Autor schreiben, dieses Drehbuch, was alles passiert, was ständig so ansteht. Ich liebe die Kinderaugen, also die, das, wie die einen anschauen, wenn man Geschichten erzählt, wenn man sie ins Bett bringt. Ich mag aber auch den Moment, sich um sie zu kümmern, wenn sie krank sind. Es gibt auch tatsächlich für mich, egal wie viel ich Konzerte spiele oder was in meiner Karriere ansteht, wenn ich einen Tag mit einem Kind oder mit allen verbracht habe, habe ich immer das Gefühl, das ist der Wichtigste. Das, es gibt nichts Besseres, was ich hätte heute machen können, auch wenn ich am Tag zuvor noch in der Elbphilharmonie gespielt habe. Aber dann denke ich, das war der beste Tag der Woche. Also so das Gefühl, am richtigen Ort einfach zu sein. Mit Abstand, ja. Mhm. Ja. Ja. Rose, Sie haben kein glückliches Familienleben erfahren und Sie sind damit in dieser Runde auch nicht allein. Wenn Sie diesen Begriff Familie hören, welche ersten Impulse kommen da bei Ihnen? Ja, ich denke vor allem das, was ich später erleben durfte in meinem Leben, nämlich dass zur Familie ganz viele Personen gehören dürfen oder man auch Beziehungen zu Ersatzfamilien wie Pflegefamilien erfahren darf, die sehr stärkend sind und einem neue Familienassoziationen eröffnet. Mhm. Wir fragen uns ja auch heute, was kann Familien auf die Probe stellen? Sie hatten, ich habe es gerade gesagt, fast 5 Jahrzehnte keinen Kontakt mit Ihrem Vater. Wenn Sie an diese lange Zeit denken, war das wie so ein Schmerz, der immer mitgewandert ist oder wie so ein kleiner Nadelstich immer mal? Oder war das eigentlich ein prima Leben und es hat Sie gar nicht mehr weiter beschäftigt? Nee, das hat mich sogar sehr beschäftigt, weil ich meinen Vater ja als 7-Jährige auf frischer Tat ertappt habe und verraten habe. Und dadurch in meiner Kinderseele quasi entstanden ist, dass die Eltern sich getrennt haben, weil ich ihn verraten habe und weil meine Mutter das natürlich dadurch mitbekommen hat. Also Sie waren Kinder, die Verursacherin auch noch. Letztendlich, Kinderseelen verarbeiten das ja ganz anders. Ja. Und deswegen blieb das einfach ein Thema und auch ein dauerhaftes Schuldgefühl. Mhm. Was kann alles Familien auf die Probe stellen, Frau Ohana? Unglaublich viel. Mhm. Aber so ein zentrales Thema, ist eben auch schon angeklungen, ist das Thema Schuld. Das kommt ganz viel vor in Familien. Kinder geben sich oft selber die Schuld, wenn das mit den Eltern nicht gut läuft. Wir geben uns selber die Schuld, weil wir uns lieber die Schuld geben, als ohnmächtig zu sein. Das ist für einen Menschen fast nicht zu ertragen, die Ohnmacht. Also glauben wir, wenn wir schuld sind, könnten wir auch was dagegen tun. Deswegen ziehen wir uns das so gerne an, diesen Schuldschuh. Mhm. Und das ist ein Thema, was wir oft, diese Schuldgefühle nebenlang dann miteinander rumschleppen, obwohl es eben die Erwachsenen waren, die eigentlich schuld waren. Mhm. Die sind natürlich auch wieder in der Kette von Großeltern und so weiter und zeitlichen Umständen. Und das ist dann eine lange Abfolge von Traumatisierungen. Und eine der Sache ist sicher verzeihen, muss aber nicht sein. Mhm. Herr Mutzke, Sie hatten früher 5 Geschwister und jetzt, wie gesagt, 4 Kinder. Gibt es da einen Zusammenhang? Also das Lustige ist, das, was Sie gesagt haben, dass Sie ganz früh gedacht hatten, Sie wollen möglichst früh viele Kinder haben, ist bei mir in dem Moment aufgetaucht, als mein jüngster Bruder geboren wurde. Der war 11 Jahre alt und ich habe den so in mein Herz geschlossen und den immer dabei gehabt. Also ich hatte in dem Tragebuch immer Tragetuch dabei, wenn meine ganzen Freundinnen und Freunde irgendwie im Dorf unterwegs waren, hatte ich meinen kleinen Bruder dabei, als Säugling schon. Und fand das so, es hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich da zu meinen Eltern gesagt habe, ich will eine Motorsäge, einen Traktor und viele Kinder. Sie haben 3 Motorsägen. Ja, das sind die klaren 3 Motorsägen. Sie sind übrigens im kleinen Dorf im Schwarzwald aufgewachsen. Ihr Vater war Arzt, aber auch Hobbymusiker, Ihre Mutter Schauspielerin. War das so ein freies, lebendiges Haus oder wie würden Sie das beschreiben? Also genau so würde ich es beschreiben. Ich vergleiche unser Haus immer mit Villa Kunterbunt, nur da hat Pippi Langstrumpf quasi alleine mit ihren 2 Freunden da was gemacht. Aber in meinem Fall war es schon so, dass mit diesen vielen Geschwistern, die wir waren und jeder hat ein Instrument gespielt. Mhm. Wir haben früh eine Band gegründet. Mein Vater ist ja auch noch Hobby-Schlagzeuger in einer Band, die es immer noch gibt, die Spätzünder. Und die hatten dann, und wir sind in einem Pfarrhaus aufgewachsen mit wahnsinnig viel Platz und eben an so dem letzten Südhang vom Schwarzwald. Wir hatten Alpensicht und unser Proberaum zum Beispiel war auch im obersten Stockwerk, in so einem Fachwerk drin. Wir konnten den ganzen Tag, wenn wir Musik gemacht haben, auf die Alpen blicken. Das Dorf war unglaublich oder ist immer noch nach wie vor sehr sympathisch. Also irgendwo zwischen Villa Kunterbunt und Büllerbü, wenn ich das so sage. So würde ich es genau beschreiben, ja, tatsächlich. Was kann uns denn Familie im Guten geben?
Familie ist alles. Wir kommen auf die Welt mit einem Gehirn, das nicht verknüpft ist. Und das, was sich da einknüpft an Persönlichkeit, an Erfahrung, bestimmt maßgeblich die Familie. Also wie man mit uns umgeht, an welcher Geschwisterstelle wir sind, welche Rolle wir spielen und wie viel Rücksicht man nimmt auf unsere Entwicklung, das macht unseren Charakter aus. Also es ist auch was da, wir kommen durchaus mit einem Charakter auf die Welt, aber die Prägung ist dann wirklich das, was bei rauskommt am Ende. Ja. Wir reden ja heute auch vor allem über Ihre Mutter. Wie würden Sie sie beschreiben, wenn Sie sich erinnern, als Sie Kind waren? Was hatte sie so für eine Persönlichkeit? Wie sah sie aus? Bringen Sie sie uns mal näher. Eine sehr, sehr schöne Frau. Wirklich sehr, sehr schöne Frau. Und egal in welchem Land wir Urlaub gemacht haben, sie galt immer, also die wurde meistens mit der Landessprache angesprochen. Ob das in Israel, in Frankreich, in Italien war. Sie wurde immer so gesehen, als wäre sie eine der Menschen, die da lebt. Und immer gleich eingebürgert. Sofort. Und auch ihr Charakter war immer so. Der war so sehr südländisch, sehr offen, unglaublich offenes Haus hat sie gestaltet. Die war eigentlich, wenn Menschen da waren, immer sehr gut drauf. Das muss man schon sagen. Und sie hat ein riesiges Herz. Also wir haben unglaublich viel von ihr mitgenommen. Auch der Humor kommt in unserer Familie total aus dieser Seite. Und meine Mutter war als Schauspielerin natürlich auch in so vielen Rollen drin. Mhm. Und die konnte natürlich sehr vieles mit in die Familie bringen. Und wir waren als Kinder, ich habe das erst viel später gecheckt, immer so Backstage-Kinder. Also Backstage nennt man den Bereich hinter der Bühne, weil wir sowohl bei meinem Vater in der Praxis immer in den Personalräumen saßen. Das war übrigens eine gynäkologische Praxis. Da waren wir immer als Kinder hinten dran. Dann bei meiner Mutter auf der Bühne, quasi hinter der Bühne. Bei meinem Vater, wenn er Konzerte gespielt hat, auch immer hinter der Bühne. Es war unser Leben so. Und dadurch haben wir auch diese ganzen Charaktere kennengelernt. Meine Mutter war sehr eng mit Dietmar Schöner befreundet, der dann immer wieder ankam in unser Dorf. Und meine Mutter hat durch ihre Aktivität eigentlich ein sehr buntes Klientel mit ins Dorf gebracht. War sie denn beliebt im Dorf? Ja, sehr. Ja? Sie war wirklich sehr beliebt, weil sie einfach mit allen auch sehr kumpelig war. Und da war immer eine unglaublich attraktive Frau. Die war immer in schönen Kleidern. Sie hat Oldtimer geliebt. Sie hatte so einen alten, wunderschönen Schneewittchensarg, hieß dieses Auto von Volvo. Oder so ein Citroën DS noch. Und dann fuhr die da immer rum und hatte diese Kleider an und diese schwarze Frisur und so. Die war wirklich skurril. Meine Mutter war eine sehr skurrile, aber sehr offene Frau. Und wenn Sie sagen, Backstage, hatten Sie denn eine innige Beziehung zu ihr? Ja, ja? Also, als Kind sehr, sehr, sehr. Und all das, was dann später in unserer Kindheit dann zum Problem wurde, nämlich die Alkoholsucht, die wächst natürlich auch von Jahr zu Jahr. Und die hat dann schwere Ausmaße genommen, als wir dann so im Teenie-Alter waren. Und dann wurde das immer schwieriger. Aber wenn Sie zurückschauen und auf das Thema schauen, dieses Bild, Ihre Mutter, Glas in der Hand, war das bei Ihnen eigentlich schon immer da? Oder? Mhm. Ja, das war schon. Ja, also meine Mutter hatte immer ein Glas Rotwein in der Hand, das kann man schon sagen. Und das siehst du als Kind aber nicht, dass das eine Krankheit ist. Aber du spürst relativ schnell, dass das nicht normal ist. Okay. Also du spürst als Kind sofort, meine Mutter hat definitiv ganz andere Seiten als die Mütter meiner Klassenkameradinnen. Und das war schon deutlich, aber gleichzeitig war natürlich die Extravaganz meiner Mutter so besonders, dass die sehr, sehr geliebt war. Mhm. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im privaten Leben, weil die auch immer für die ganze Bagage, die kam, das Haus offen hielt. Also wenn man so viele Kinder ist, dann hat man auch unglaublich viele soziale Verflechtungen. Die durften bei uns zu jeder Zeit ein- und ausgehen. Irgendwann haben sich Ihre Eltern auch für einige Jahre getrennt. Wie haben Sie die Konflikte davor erlebt? Ist es da laut geworden? Haben Sie das mitbekommen? Ja, das war natürlich dann die Zeit kurz vor der Trennung, wo man wirklich gedacht hat, wow, so will man gar nicht leben. Und wir sind viele Geschwister und jeder ist damit anders umgegangen. Aber ich wollte in dem Moment, als es sehr unangenehm wurde, nur noch, dass die räumlich getrennt sind. Also ich habe immer die Harmonie gesucht und habe gewusst, dass in dieser Konstellation es nicht mehr geht. Und deswegen war für mich die Trennung an sich gar nicht das Schlimme. Sind Sie denn, dahin. Als die Konflikte da waren, dann immer da geblieben? Oder sind Sie auch, haben Sie gesagt, jetzt gehe ich hier mal? Jetzt, Also mein Leben ist eigentlich daraus geprägt, dass ich, wenn ich nach Hause kam, schon sehr früh in der Kindheit meinen Schulranzen in die Ecke geworfen habe, keine Hausaufgaben gemacht habe, weil es hat sich sowieso dann, mein Vater war ja Vollzeit beschäftigt, meine Mutter war dann mittags vielleicht noch am Schlafen. Und das heißt, ich habe meine Hausaufgaben wenig gemacht und bin dann eigentlich immer ins Dorf gegangen und habe mir mein eigenes Leben gebaut. Das ist etwas, was man erst als erwachsener Mensch versteht, dass man eben immer geguckt hat, ey, ich muss es mir schön machen. Die machen es nicht, ich mache es mir schön. Und ich glaube, dadurch habe ich etwas entwickelt, was immer noch total meinen täglichen Antrieb und meine Laune bestimmt. Nämlich, ich habe gemerkt,
Ich kann viel einfacher überleben und viel unbeschadeter, wenn ich die gute Laune mit in den Raum bringe und mich sie nicht drauf nicht abhängig mache von anderen Menschen. Und deswegen gelte ich ja immer noch in meiner Klasse, in meiner Band, in der Öffentlichkeit, egal wo ich bin, immer schon als der Klassenclown und als der, der immer totale Ideen mitbringt. Warum? Weil ich natürlich von Tag zu Tag meine Freunde beschäftigen musste, weil ich wollte mit denen ja Zeit verbringen. Aber wenn du jeden Tag bei den gleichen Freunden vor der Tür stehst, in einer Gemeinde, wo es nur 100 Menschen gibt, dann musst du dir jeden Tag überlegen, was für Ideen du mitbringst. Da muss ein bisschen Entertainment da sein. Ja, genau. Also außerhalb, ja. Wenn, also außerhalb das Entertainment, aber Sie haben es gerade angedeutet, die Krankheit Ihrer Mutter, das Thema Alkohol, es wurde immer schlimmer. Als Sie Teenager waren. Inwiefern, wie hat sich das geäußert? Naja, es gab ja dann parallel die traurige Geschichte der Trennung. Und als dann meine Mutter nicht mehr, meine Mutter war dann diejenige, die uns quasi räumlich verlassen hat, absolut logischerweise, alles andere hätten wir schrecklich gefunden. Mhm. Mein Vater war die Konstanze in der ganzen Sache, die quasi da immer war. Und mein Vater ist jemand, der immer die gleiche gute Laune hat, der unerschütterlich ist, ein totaler Optimist. Und meine Mutter war ja in ihren Auf und Abs ganz ein Mensch, auf den man sich als Kind dann irgendwann nicht mehr verlassen konnte. Und dann war die logische Konsequenz, dass sie ausgezogen ist. Das war aber auch von ihr so gewollt. Das war auch von unserer Seite, hätten wir es nicht anders uns vorstellen können. Und in dieser Zeit, da wurde es richtig schlimm. Dann hat nämlich der Rotwein gewechselt in klare Flüssigkeit. Und das war dann ganz schnell sehr hochprozentiges. Und wenn man dann mal zu Besuch kam, konnte es gut sein, dass man sie nur aufgefunden hat. Liegend im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche. Und dann hat man als Kind sofort die Tür wieder zugemacht und ist abgehauen. Und das hat dafür gesorgt, dass man natürlich das nächste Mal nicht mehr hinging, wenn es verabredet war. Und wenn dieser Alkohol dominiert hat und sie war noch ansprechbar, haben sie dann, war dann die Herzlichkeit noch da oder wurde sie ein anderer Mensch eigentlich? Anfangs schon. Und es hat natürlich immer damit zu tun, wie hoch der Pegel ist. Ich fand, am schrecklichsten war ja, ich hatte ja vorher sehr viel Augenmerk darauf gelegt, auch wie sie optisch gewirkt hat und wie ihr das auch wichtig war und wie sie mit ihrem ganzen Lebensstil auch wirklich eine schillernde Figur war. Also man hätte sie, hätte man Schwarz-Weiß-Bilder von ihr, dann hätte man gedacht, das ist ein Hollywood-Star oder jemand in ihrer ganzen Attitude auch, also ihre Attitüde, ihrem Verhalten. Aber später ist ja diese Eitelkeit verschwunden. Und das ist als Kind mega unangenehm, weil du sitzt am Tisch mit einer Mama, die plötzlich weder sich frisch gemacht hat am Morgen, noch alle Manieren am Tisch, die man von ihr beigebracht hat bekommen oder von der Familie, sind dann für sie, haben die keine Rolle mehr gespielt. Und dann wird das sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr, sehr unappetitlich. Und das sind echt Momente, wo man einfach nicht mehr zusammen am Tisch sitzen will. Nun ist es ja eine Krankheit. Ihr Vater war Arzt. Haben Sie als Familie irgendwie versucht, ihr zu helfen? Sie auf dem Weg zu unterstützen, dass sie davon los? Ja, da gibt's dann alles. Also du hast die totale, von der totalen Hingabe und Aufopferung bis zu dem Moment, wo du sagst, leck mich einfach, weil das machst du jetzt selber. Also zur totalen Ablehnung, dass man wirklich so das Gefühl hat, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Es ist dein Leben, ich habe mein eigenes. Mhm. Und wenn du quasi von Familienfest zu Familienfest oder von der Zusammenkunft zu Zusammenkunft eigentlich letztendlich es nicht mal mehr schaffst, auch wenn wir uns 2 Monate nicht gesehen haben, dann an diesem einen Tag zumindest dich unter Kontrolle zu halten. Das war am Anfang etwas, was man als Mensch, als Kind nicht akzeptieren kann. Man kann nicht akzeptieren, dass es eine Krankheit ist. Man denkt einfach nur, warum machst du das? Also, weil mir geht es dabei schlecht, allen Kindern geht es schlecht, deinem Ehemann geht es dabei schlecht, dem Umfeld geht es schlecht, warum hörst du nicht auf? Sie haben es persönlich genommen. Man nimmt es total persönlich. So nach dem Motto, wenn du uns liebst, dann bist du da. Das ist total das. Man sagt, es kann doch nicht sein, dass wir so viele Kinder sind, das muss doch das Wichtigste sein. Und wenn du siehst, wie wir daran zerbrechen oder wie einzelne von uns auch noch viel mehr darunter gelitten haben. Ich glaube, ich bin da sehr, sehr gut rausgegangen, weil ich eben für mich entdeckt habe, wie ich es machen muss. Aber das würde ich nicht für alle meine Geschwister so unterschreiben. Und da habe ich gedacht, krass, wie kannst du das denen antun? Die Akzeptanz, dass es eine Krankheit war, gegen die sie keine Chance hat, die kam erst nach dem Tod. Wenn Sie sagen Akzeptanz, und auf den Tod kommen wir noch und auf die Zeit danach, wenn Sie sagen die Akzeptanz, sie hat ja einen Entzug gemacht. Sie hat ja einen Entzug gemacht. Wenn es ihr dann phasenweise besser ging, wurde dann ihr Verhältnis auch immer gleich? Ja, sofort. Ja? Das Abgefahrene war ja, dass wir sie dann über so viele Jahre nicht mehr nüchtern erleben durften oder immer angetrunken oder eben komplett weg.
dass wir ja sie nicht mehr gesehen haben als Person. Also das, was meine Mutter so liebenswert gemacht hat, war ja verschwommen hinter einem Nebel. Und manchmal war das eine Mauer. Und als sie in der Entzugsklinik war, da hatten wir sie natürlich immer wieder besucht und dann plötzlich gemerkt, ach krass, dieser Mensch ist ja noch voll da. Mhm. Nur halt, nur dann, wenn halt seit vielen, vielen Tagen kein Alkohol in den Körper kam. Und dann hat man eine unglaubliche, das war das Erschreckende, weil man plötzlich all diese Ablehnung, die man auch gespürt hat, die hat sich sofort umgedreht in so eine totale Sehnsucht. Mhm. Also dieses Gefühl, man muss sie sofort wieder für sich haben. So, ne? Und wahrscheinlich auch Hoffnung, dass es auf Dauer zurückkommt. Na klar, auch mit den Worten natürlich immer, ich werde nie wieder was trinken. Ich merke jetzt, wie schön das ist, wenn ich nüchtern bin, wie klar die Gedanken sind, wie ihr zu mir seid, wie wir zusammenkommen und so. Und das glaubst du natürlich jedes Mal, glaubst es jedes Mal. Und ist es dann mal so gewesen, die waren zu Hause und es ist gleich wieder losgegangen? Oder? Das war die eigentlich, glaube ich, so mit der ernüchterndste Moment. Das Wort ist in dem Zusammenhang natürlich seltsam. Aber das war für uns in der Liebe und der Zuneigung tatsächlich wahrscheinlich eine der erschreckendsten Momente, dass sie gerade aus einer Therapie kam, 6 Wochen nicht zu Hause war. Und wie gesagt, und total clean natürlich, logischerweise. Weil wenn du in der Klinik versuchst, an Alkohol zu kommen, wirst du sofort quasi suspendiert aus dieser Maßnahme. Und das hat sie aber durchgezogen und dann kam sie zurück und dann wollten wir alle zusammen mit den Enkelkindern so ein Get-Together machen, also so ein Zurückkommen-Fest. Und meine Mutter war eine fantastische Köchin. Da macht ihr, hat ihr nie jemand was vorgemacht. Das war wirklich immer sehr, sehr extravagant. Und ich weiß noch, wie sie dann einkaufen waren, meine Eltern, und dann kamen sie, und wir hatten in der Zwischenzeit übrigens das ganze Haus durchsucht. Also wir hatten alle Verstecke gefunden, die dachten wir, oder war vielleicht auch so, ich weiß es nicht, die, wo die Flaschen versteckt waren. Und es waren natürlich immer Wodkaflaschen. Manche waren leer, halb voll, ganz voll und so, aber viel. Man dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das kann ja nicht sein. Also weißt du, dass sie nicht den Fernseher aufgeschraubt hat und das Ding da hinten rein, das war alles so. Und auf jeden Fall, als sie zurückkam und dann gekocht hatte, hat sie meinen Vater noch mal schnell weggeschickt. Sie sollte noch mal kurz was holen. Sie hätte irgendwas Wichtiges vergessen. Und der Laden war nicht weit weg. Das ist so, zu Fuß läufst du da 3 Minuten mit dem Auto, fährst du da 30 Sekunden rüber, wenn du mehr kaufen willst, und fährst mit dem Auto zurück, wenn überhaupt. Und als er zurückkam, nach 15, 20 Minuten, war sie komatös. Und sie kam gerade aus der Entzugsklinik und wir sollten eine halbe Stunde später alle kommen, mit irgendwie 15 Leuten. Und mein Vater machte diesen Rundruf und sagt, ihr könnt alle zu Hause bleiben. Die Mama ist total betrunken. Was können wir tun als Angehörige in so einer Situation? Also es hilft schon ziemlich viel, die eigene Fassungslosigkeit sich einzugestehen. Also das Seltsame ist, wir haben als Kinder in so einer Situation immer eine Wiedergutmachungshoffnung. Also eben diese Hoffnung, auch wenn man es tausendmal erlebt hat, dass die Mutter rückfällig wird, wieder in die Klinik kommt. Man hofft auch das 1001. Mal, dass es jetzt gut geht. Und alleine sich das aber auch einzugestehen, also nicht sich zu sagen, wie doof sind wir, dass wir es immer wieder hoffen. Das spricht ja eben auch von der Liebe oder von dieser Sehnsucht, dass es irgendwie wieder gut werden soll. Und das muss man sich auch gestatten. Was sehr hilft, in dem Fall hört man es auch schon durch, sind die Geschwister, die als Einzige wissen, wie es einem gerade geht, weil man genau in derselben Situation ist. Ja. Und es ist wahnsinnig schwer, mit dem Umfeld zu kommunizieren, eben solche Sätze, deine Mutter wird sich doch jetzt mal einmal zusammenreißen fürs Familienfest, für die Hochzeit, da kenne ich alle möglichen Geschichten. Ja. Und sie tut es eben nicht. Und das Umfeld ist noch fassungsloser, man erlebt das aber schon sein Leben lang. Mhm. Und das ist so, man ist immer in so einer komischen Alien-Position. Es wird auch nur verstanden von anderen, die selber in so Positionen waren, also mit Alkoholismus eben vom Elternteil oder aber auch einer psychischen Krankheit, Borderline-Krankung, narzisstische Krankung. Die Eltern, die so rücksichtslos werden und man weiß schon, die Gesellschaft versteht das nicht, aber man selber ist eben auch immer wieder in diesem Hin und Her, in der Hoffnung und dann wieder diese tiefe Enttäuschung, und die hinterlässt eigentlich auch die meisten Wunden dann für den eigenen Verlauf vom Leben. Vor 10 Jahren ist Ihre Mutter dann verstorben mit 61. Mhm. Haben Sie sich da als Familie zunächst mal auch so Vorwürfe gemacht, es nicht geschafft zu haben? Also sie nicht irgendwie auf den Weg mitgebracht zu haben, von dieser Krankheit loszukommen? Oder wie sind Sie damit umgegangen? Also wir wissen noch, als sie dann gestorben war, das hatte sich dann
gab es noch irgendwie 3 Tage, die man versucht hat, sie zu retten im Krankenhaus. Und wir waren da in der Uniklinik und haben die dann quasi durchgehend, wir sind ja eine riesige Familie und eine sehr enge Familie, immer. Wir feiern Weihnachten mit immer mindestens 25 Leuten. Aber das ist nur der erste Weihnachtsfeiertag, der zweite sind wir dann 35, wenn die Leute alle zusammenkommen. Und ein Großteil derer hat es geschafft, einfach dann komplett da zu sein, diese 3 Tage. Und dann, als sie dann gestorben war, waren wir dann aber im innersten Kreise mit den Geschwistern und meinem Vater und so. Und dann kam ein sehr enger Freund meines Vaters, der damals oder immer noch evangelischer Pfarrer ist und ein sehr dynamischer, jung gebliebener Typ, den wir sehr mögen. Und der hat mit uns geredet. Und das Erstaunliche war, dass wir in so einer Runde zusammensaßen und eigentlich über meine Mutter erstmal eine halbe Stunde total geschwärmt haben von ihrem Charakter, von ihrer Art, von ihrem Herz und so. Und dann hat das umgeschlagen. Und dann kam plötzlich der Erste und sagte, ja, aber eigentlich und so. Und dann ging das los. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Stunden lang drauf Zeit verbraucht, zu sagen, was alles schlimm war. Und als der sich das alles angehört hatte, hatte er dann tatsächlich am Ende gesagt, ey, aber wenn ihr das so schildert, und ihr seid 6 Kinder und ein liebender Ehemann und so eine große Familie drumherum und ihr habt es nicht geschafft, vielleicht könnt ihr akzeptieren, dass das der einzige Weg war, den sie gehen konnte. Und das war für uns schon, also für mich persönlich war das wirklich so ein, stimmt, so habe ich es nicht gesehen, dass es ihr einzig vorgeschriebener Lebensweg war. Und wir wollten auch von ihm tatsächlich, er hat die Trauerrede gehalten. Die Einsegnungshalle war so voll, wie ich sie noch nie gesehen habe. Die Leute standen draußen Schlange, das war immens. Also das war, keine Ahnung, warum das so war. Sie war dann doch so ein sehr, sehr beliebter Mensch und sehr, sehr bekannt auch da. Auf jeden Fall war die Trauerrede so gehalten, wie wir sie wollten, nämlich, dass sie ehrlich ist, also aus unseren Augen. Und die Menschen drumherum, die haben sich erstmal beschwert, also über diese Trauerrede, weil sie gesagt haben, was hatte der für ein Problem mit deiner Mutter? Wie kann der so über deine Mutter reden? Das schickt sich doch nicht. Das ist unser Leben. Und dass ihr meine Mutter permanent geschützt habt als Umfeld, mit ihr getrunken habt, geraucht habt und Sonstiges, zeigt nur, dass ihr es entweder nie verstanden habt oder es euch scheißegal war, wie es uns ging. 1,5 Jahre nach ihrem Tod haben sie einen sehr persönlichen Song geschrieben, auch über, vor allem über ihre Mutter. Hier bin ich Sohn. Ich erinnere mich fast nicht, doch ich weiß, als Kind hab ich zu dir aufgesehen. Du warst wunderschön. Von diesem Glanz ist nichts geblieben. Manchmal fällt's schwer, dich zu lieben. Kannst du das verstehen? Du verpasst so viel, setzt wertvolle Zeit aufs Spiel, ist dir das egal? Du sagst so oft, du hörst auf und ich glaub's, doch am Ende wiederholt sich alles noch einmal. Es gibt so vieles, was ich kann, ich bin Vater, ich bin Mann, doch hier bin ich so. Wow. Im Song, wir haben es gerade gehört, heißt es unter anderem, du warst wunderschön, von diesem Glanz ist nichts geblieben, manchmal fällt es schwer, dich zu lieben. Fällt es immer noch schwer oder geht es wieder? Nee, ich glaube, nach dem Tod war es erst möglich, dass man das, dass wir das so akzeptiert haben. Durch diesen besonderen Spruch von diesem netten Freund unserer Familie, der da das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Und seitdem war dann das Vergeben gar kein Problem. Aber es ist schade, dass es den Tod gebraucht hat und dass es nicht innerhalb des Lebens funktioniert hat. Vielen Dank, dass Sie so offen über all das gesprochen haben. Vielen Dank, Max Mischke. Frau Wodke, Sie und Ihr Mann, ich habe es schon erzählt, haben 6 Kinder. Und Sie hatten es schon länger vor, das haben Sie auch schon angedeutet, eine größere Familie zu haben. Warum? Wie kam das nochmal? Erklären Sie es nochmal ein bisschen ausführlicher. Ja, ich bin, also erstmal muss ich mich erstmal fassen. Ich war, bin ganz mitgenommen von der Geschichte noch, aber ich bin als Einzelkind groß geworden. Als Einzelkind. Und das war Zeit meines Lebens für mich echt schlimm. Immer nur diese 2 Eltern, die mir gegenüberstehen. Und in Konflikten hatte ich niemanden, dem ich irgendwie mal was anvertrauen kann. Ich habe mir so sehnlichst Geschwister gewünscht. Dazu kam sogar noch, dass ich
gerade in der Schule ganz oft die typischen Klischees an den Kopf geworfen bekommen habe. Du bist ja ein verwöhntes Einzelkind, kriegst alles und so. Und dem war aber gar nicht so. Ich war auch sehr selbstständig und wurde überhaupt nicht verwöhnt. Das hat mich besonders immer getroffen. Das hat mich wirklich geärgert. Ja, und ich fand es wirklich ganz schrecklich, dieses Einzelkind-Dasein. Sie haben sich so einen Gegenentwurf sozusagen vorgestellt. Ja. Als Sie Ihren Mann dann kennengelernt haben, Ihren heutigen, hatte der denn schon so einen ähnlichen Plan oder haben Sie ihn da so langsam auch auf die Spur gesetzt? Also tatsächlich hatte ich davor einen anderen Partner und mit dem war bald klar, dass der... Ach, vielleicht erst später und wer weiß, vielleicht ein, zwei Kinder. Und den habe ich dann wieder ziehen lassen. Also mit dem war ich über ein Jahr zusammen und dann habe ich gedacht, nee. Ziehen lassen oder bewusst Schicht also gemacht? Also das war dann für mich, es war wirklich, weil das mein Lebensziel schon immer war, eben viele Kinder zu haben. Und mit dem war das nicht zu verwirklichen. Und ja, glücklicherweise habe ich dann eben meinen Mann kennengelernt. Also wir kennen uns eigentlich schon viel, viel länger aus der Schule. Wir haben zusammen Abitur gemacht. Und wir haben das dann frühzeitig schon besprochen, tatsächlich. Und für ihn war das auch gut vorstellbar. Also wir haben uns dann einfach mal so auf, am Anfang so haben wir gesagt, so 3 bis 4 Kinder. Also einfach mehr als 2 auf alle Fälle, aber alles andere dann. Jetzt sind es 6. Wie alt sind die? Die Älteste ist 16. Mhm. Dann kommt eine, die ist 12. Dann 9, 7, 5. Und der Jüngste ist 1 Jahr alt. Genau. Ich glaube, Sie mussten einen Moment nachdenken. Ja. Das ist doch immer beruhigend. Jetzt stehen ja wieder Geburtstage an. Verstehe. Wir sind natürlich jetzt auch gespannt, so wie der Alltag eigentlich läuft. Ne? So 2 Kinder, das kennen, glaube ich, viele, dass man sagt, okay, übers Wochenende kann man die vielleicht, wenn sie da sind, zu Großeltern geben. Haben Sie familiäre Unterstützung? Haben Sie Nannies oder sonst was? Oder stemmen Sie das alles allein? Also wir sind ja 550 Kilometer weit weggezogen von unseren Elternhäusern. Und also das hat dann das Studium mit sich gebracht. Mhm. Irgendwie sind wir dann auch hier gerne geblieben in Baden-Württemberg. Und deshalb also keine Großeltern, überhaupt nicht. Die sehen wir höchstens vielleicht einmal im Jahr. Jetzt fahren die Kinder schon eher mal selber hin. Genau, und wir hatten tatsächlich immer nur uns 2 und weiter niemanden. Es hat gut funktioniert. Und wie reagieren so die Leute von außen? Das interessiert dann auch. Also wenn da so ein Kind nach dem anderen aus dem Auto kommt, gibt es da manchmal Blicke oder erleben Sie das eher als selbstverständlich? Also ich habe mir da irgendwann mal vorgenommen, gar nicht mehr drauf zu schauen, wie die gucken. Ist mir auch echt egal. Aber deshalb kann ich es irgendwie nicht so sagen. Klar, manchmal gucken die vielleicht komisch. Aber wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt oder so, dann finde ich, also ich habe fast nur positive Erfahrungen gemacht. Ich kann das wirklich, also manche, ich weiß, dass es anderen Großfamilien da anders geht, dass die da einiges manchmal in den Kopf geworfen bekommen, aber ich muss sagen, ich habe wirklich durchweg, also es gibt einen Kommentar, den hat nach der Geburt des 5. Kindes, meinte eine Nachbarin, mir gratulieren zu wollen und dann, ja, jetzt ist aber genug. Also, ja. Aber mein Gott, also ich höre drüber, es ist total dreist und unmöglich. Aber, aber sonst muss ich sagen, habe ich in meinem Umfeld und auch so, wenn ich jemanden, also immer nur positive Erfahrungen gemacht. Was ich so gehört habe, auch jetzt in der Vorbereitung, war so die Frage von außen, heißt Sex, nicht alles wird geteilt durch Sex? Also Zeit, Zuneigung, Taschengeld. Ist das vielleicht ein Nachteil für die Einzelnen? Man muss ja erst mal sehen, dass nicht alle gleichzeitig klein sind und nicht alle die intensive Betreuung benötigen. Also jeder hat so seine Zeiten. Also wo ich am Nachmittag mit den Jüngeren zusammen bin, so die jüngeren Kinder gehen immer schon 7:30, sind die eigentlich im Bett und dann ist so die Zeit, die ich den Größeren widmen kann und so. Man kann der Tag hat immer noch nur 24 Stunden. Ich finde, es gibt ja den Kindern auch ein totales Wohlgefühl, wenn sie sehen, dass es den anderen Geschwistern so gut geht. Also wenn das Band zu allen Kindern stark ist, ist es ja auch eine volle Bereicherung für das eigene Leben zu sehen, in was für einer stabilen Familie man lebt. Ich finde, man teilt das nicht so wirklich auf, sondern indem du einem
Kind viel gibst, nehmen die anderen in dem Moment total viel mit. Also ist das schon so eine geschlossene Gemeinschaft? Jetzt sind wir bei diesen ganzen Bullabys und so. Also ein bisschen Waltons wie Good Nacht, Jim Bob und also so. Meine also meine sind wirklich ein bisschen speziell. Ich muss dazu sagen, ich habe erst mal 5 Mädchen bekommen und dann noch den Jungen. Und die 5 Mädchen sind wirklich so eine Bande. Also das ist manchmal so, wenn man mit denen irgendwo hinkommt, dann sagen die so, ah, das sind schon Kinder auf dem Spielplatz, gehen wir lieber auf den anderen. Die sind total gern unter sich. Die haben sich und das reicht ihnen auch größtenteils. Also sie treffen schon Freunde, sie haben auch Freunde, keine Frage, aber sind so eine, schon so eine sehr enge Bande sozusagen. Eine ihrer Töchter ist übrigens auch da. Ja. Herzlich willkommen, Clara, hier bei uns im Nachtcafé. Wie würden Sie es beschreiben? Was ist das Schöne an so einer großen Familie und was geht vielleicht einem auch manchmal auf den Geist? Also das Schöne würde ich auf jeden Fall beschreiben, wenn ich nach Hause komme und es ist eigentlich immer jemand da, der einen begrüßt. Meistens so 3-4 Leute. Es gibt Geschwister, die irgendwas mit einem machen wollen, mit einem spielen wollen, Dinge erleben wollen. Und es ist einfach super schön, dass man immer gebraucht wird, immer jemand da ist, man nie alleine ist. Es gibt natürlich auch Nachteile. Und ich denke, das kommt aber auch immer auf die Person drauf an, gerade was so Aufmerksamkeit angeht. Ja, wie viel die Eltern dem einzelnen Kind widmen können, wie viel die einzelnen Kinder brauchen, dass man sich vielleicht manchmal benachteiligt fühlt. Also da hätten Sie manchmal schon ein bisschen mehr vertragen. Also ich musste von klein auf sehr selbstständig sein. Und das hat Vor- und Nachteile. Mittlerweile sehe ich auch viele Vorteile, aber manchmal habe ich mir gewünscht, auch einfach aufgefangen zu werden, wenn ich zum Beispiel mein Fahrrad einen Platten hatte und ich zur Schule musste, wo dann andere Eltern gesagt haben, klar, fahr ich dich. Dann waren meine Eltern vielleicht schon weg, hatten viel zu tun, vielleicht noch nicht wach so. Und dann musste ich dann immer selber überlegen, wie komme ich jetzt mit der Situation zurecht so. Ja. Das hat Vorteile heute, aber früher war das auch nicht immer leicht. Wie behalten Sie denn alle im Blick? Gibt es irgendwie eine Zeit, irgendeinen Ort, dass Sie alle zusammensitzen und miteinander reden? So ein Ritual? Ja, also uns ist das 18 Uhr Abendessen extrem wichtig. Viele Jahre durften viele Kinder auch keine Sportkurse besuchen und so, damit, wenn die zu diesem Zeitpunkt lagen, damit wirklich da alle zusammen sind. Mittlerweile gehen manche doch in ein Orchester und so. Es klappt nicht mehr an jedem Tag. Aber das ist uns wirklich wichtig. Wir sitzen immer lang am Abendbrottisch zusammen und Glück. Und wir haben noch ein bisschen anderen Luxus, dass wir uns eigentlich auch mal die meisten, also Sie, Clara und eine andere und die Frieda, die sind im Gymnasium weiter entfernt, aber alle anderen treffen sich sogar auch zum Mittagessen. Also wir sehen uns schon relativ oft. Was wissen wir über größere Familien? Geht es überall so unterstützend und positiv zu oder haben Sie auch ganz anderes schon erlebt? Also, dass es so unterstützend zugeht, ist ein gutes Zeichen für die Eltern, wenn ich das so sagen darf. Wenn die Eltern das gerne machen, mit sich gut klarkommen, die Kinder wollten, dann ist es so unterstützend. Das nehmen die Kinder auf und geben sich das auch eben untereinander. Also die Aufmerksamkeit, die dann bei 6 Kindern zu wenig von den Eltern kommt oder durch 6 geteilt werden muss, geben sich die Geschwister eben gerne auch untereinander. Ja. Es gibt aber auch ganz andere Fälle. Also in dem Moment, wo die Eltern psychische Probleme haben, Konflikte mit sich haben, mit sich nicht zufrieden sind, wo die Kinder auch da sein sollen, oft um Eltern zu stützen. Das ist immer eine Riesengefahr. Es gibt Leute, die kriegen einen Haufen Kinder, um sich zu stabilisieren, weil sie mit Einsamkeitsproblemen oder verlassen oder so sind. Und dann sollen die Kinder bitte diese Familie, die man sich immer gewünscht hat, ersetzen in einem krankhaften Sinn. Also in dem Fall ist es jetzt ein sehr positiver Sinn, aber es gibt eben auch krankhaft, dann wird es nicht so gut. Dann kämpfen die Kinder untereinander, dann ist die Konkurrenz riesig. Da wird da auch ordentlich ausgeteilt, also weit über so Alltagskonflikte hinaus. Das gibt es auch. Haben Sie, Sie haben ja auch 6 Geschwister, also Sie sind 6 Geschwister, haben 5. Haben Sie engen Kontakt untereinander? Ja, sehr engen Kontakt und wir sind 5 Jungs und ein Mädchen. Genau, andersrum. Okay. Ja, und das ist natürlich, aber trotzdem würde ich sagen, also gewaltfrei ging es bei uns sicher nicht zu, aber das lag jetzt weniger an meinen Eltern, das lag vielmehr an der, dass wir als Jungs sehr eng aneinander waren. Und da gab es durchaus Konkurrenzmomente und so weiter, aber jeder findet in der Familie, das ist mir aufgefallen, das habe ich mal, diesen Satz habe ich mal gehört und es stimmt total, das kann ich auf meine Kinder beziehen oder auf uns alle, jeder sucht sich den Platz in der Familie, der noch nicht besetzt ist. Also man sucht sich so seine Nische, wo man gut strahlen kann und so weiter.
Und das ist eigentlich schon, finde ich, total cool. Also ich mag diese Dynamik enorm, auch in unserer Familie. Ihr Mann hat den Keller ausgebaut oder Sie als Familie? Wer zieht da jetzt ein in den Alle Keller? Wir sind, also er hat ihn schon ausgebaut. Ja. Vor 2 Jahren ist er fertig geworden. Und genau da, nee, das ist jetzt unser Reich. Also das ist das Schlafzimmer und das Elternbad. Also für die Eltern sind jetzt im Keller? Genau. Soweit ist das schon mal. Haben Sie das denn, auch mein Bruder. Weil das haben wir jetzt noch gar nicht. Haben Sie denn Zeit für sich, für Ihre Partnerschaft? Was doch. Ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ja, klar. Nee, doch, also die nehmen wir uns ganz bewusst. Also wir versuchen immer wieder im Alltag mal, also am Nachmittag mal einen Spaziergang einzuplanen, wo man dann halt nur das Jüngste im Kinderwagen zum Beispiel mitschiebt. Dann kann man sich auch in Ruhe unterhalten. Also besser, als wenn man halt am Esstisch sitzt und es kommt ja immer ein Kind oder so. Und klar, die Abende, also wir sind zwar abends auch viel am Arbeiten, aber wir suchen uns immer wieder bewusst Zeit füreinander. Das aber so ein Urlaub mit 6 Kindern stelle ich mir jetzt auch nicht durchweg entspannt vor. Also, ach, das ist total schön. Ja, ist schön. Es gibt anstrengende Sachen, klar. Also wir sind ja meistens am Zelten oder so und dann ist es eine Herausforderung zu kochen oder so Sachen. Aber es schweißt so zusammen, ne? Genau. Sind Sie denn froh, wenn sich das Haus irgendwann mal so ein bisschen leert und Sie wieder vom Keller auch mal nach oben ziehen können? Oder ist das für Sie eher eine ganz schreckliche Vorstellung, dass da... Eher eine schreckliche Vorstellung. Nein, also ich rechne ja schon damit, dass die Clara, unsere Älteste, irgendwann mal auszieht, wobei sie jetzt so da gar nicht mehr so die Tendenz zu hat. Steht da was an? Nee. Okay. Nee, also wir kann eigentlich für uns beide sprechen, mein Mann und ich. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch lange bleiben. Und irgendwann wird es Zeit zu gehen, natürlich. Aber wir haben auch irgendwie so quasi schon so einen Plan B. Also wir haben schon immer überlegt, dann vielleicht gerne noch Pflegekinder aufzunehmen. Also wenn die Ältesten so weit sind und vielleicht die ersten 3 raus oder so, wer weiß, irgendwann. Das wird vielleicht nicht mehr in diesem Haus gehen, weil dann, das ist schon etwas... kommt jetzt langsam an seine Grenzen. Es ist jetzt schon sehr gut gefüllt, aber doch, wir würden uns wünschen, dass uns Kinder noch irgendwie bis ganz lang begleiten. Aber ich denke, vielleicht irgendwann kommen ja dann auch schon Enkel, ich meine Ahnung. Also es wäre schön, wenn immer Leben im Haus wäre. Man spürt auf jeden Fall Ihre Liebe zu den Kindern, sodass Sie gar nicht von ihnen lassen können. Und wir wünschen Ihnen alles Gute mit der Familie und auch Grüße an all die heute nicht hier sind. Ja? Dankeschön. Jetzt haben wir so viel Positives gehört über Familie und das Leben mit Kindern. Wir wollen auch nicht verschweigen, dass es genau das Gegenteil gibt von der Einstellung. Sie und Ihre Verlobte, Sie mögen es lieber allein und Sie haben ganz bewusst keine Kinder. Was genießen Sie an dem Leben ohne? Ganz offen gesagt, die Freiheit, dass man zu jedem Zeitpunkt tun und lassen kann, was man will. Also es ist auch schon so ein bisschen, jetzt nicht im Negativen gemeint, aber so ein bisschen der Egoismus zu sagen, warum soll ich mir so viel Stress mit anderen machen? Genau. Das ist mein Leben. Ja, das ist mein Leben oder unser Leben. Ja. Und wir können das gestalten, wie wir wollen. Hat das auch was, ich meine, Sie sind Regisseur, Sie sind Schauspieler, Ihre Partnerin ist auch Schauspielerin, Musical-Darstellerin. Heißt das auch, Sie wollen auch da keine Kompromisse machen oder... Im Beruf? Ja, also dass Sie den Beruf auch mit allem leben können, was er zu bieten hat? Definitiv, natürlich, klar. Ja? Dass man da keinen Hemmschuh hat, sage ich mal. Ja, man ist freier, man kann spontaner sein, man ist flexibler in dem Beruf. Und das ist für uns ganz wichtig, beide, ja. Nun hat jeder ja hier auch eine Kindheit erlebt mit einer eigenen Familie. Ihr Vater, heißt es, war je zornig? Wie hat sich das geäußert? Erzählen Sie mal, Sie uns mal in Ihre Familie rein. Ich bin letztendlich zwischen einer liebevollen, fürsorglichen und sehr humorvollen Mutter und einem sehr strengen, jähzornigen und zur Gewalt neigenden Vater aufgewachsen. Und ich selbst hatte in der Kindheit oft das Gefühl, warum hat er mich? Warum bin ich bei dem? Ne? Wenn das dann losging, wenn es Schläge gab, und die gab es dann des Öfteren. Da wurde einfach wild drauf losgeschlagen, egal wohin, egal mit welchem Gegenstand. Latschen oder Teppichklopfer oder auch mal eine Kinderschaufel. Und da fühlt man sich nicht besonders gut, ist ja klar. Und dann fragt man sich, was soll das? Warum hat er ein Kind? Und das ist so eine Sache, wo ich das wohl sehr früh hinterfragt habe.
als Kind, man entwickelt dann, ich habe dann eine starke Resilienz und einen sehr starken Lebenswillen letztendlich entwickelt. Und ich wollte auch immer weg von der Familie, also letztendlich. Ne? Also das war auch, also... War Ihre Mutter denn dann noch so eine Art Anker, wenn Sie... Ja, das wollte ich gerade sagen, genau. Ja. Es war ein sehr starker Anker. Wir haben also sehr viel gelacht und gescherzt. Das war so der Ausgleich für das andere. Also das waren zwei Extreme. Mit so einer Mutter und so einem Vater dazwischen zu sein. Ich habe mich auch immer dazwischen irgendwie gefühlt. Die waren sich auch in vielen, vielen Punkten nie einig. Also Ihre Mutter hat zum Beispiel, habe ich gehört, mal Blumen gepflanzt, ganz liebevoll. Richtig, genau. Und dann, was ist dann passiert? Dann, meine Eltern haben in den 60er Jahren ein Haus gebaut und meine Mutter wollte den Garten schön anlegen. Mhm. Sie hat ein Blumenbeet angelegt, das sah toll aus, mir gefiel das auch sehr gut. Mein Vater kam nach Hause und hat das alles rausgerissen. Da kommen doch keine Blumen hin, das ist unmöglich. Hier kommt Salat und da kommen Karotten und da was weiß ich. Ja. Also die waren sich da nie ein. Also ein schrecklicher Patriarch der üblen Sorte, so hört sich das an. Ja, kann man so ganz ein bisschen so sagen, ja. Mit 17 ist es dann weiter eskaliert. Ja. Und Sie sind auch weg von zu Hause. Richtig, genau. Das war eine Kombination aus Rauswurf und auch wegwollen. Also ich wollte sowieso als Kind schon immer weg. Ja. Ich bin ganz früh, habe ich irgendwie gedacht, ich muss hier weg, ich muss hier raus, ich muss irgendwas finden. Ich weiß, das ist konfus. Ne? Mhm. Ich bin schon sehr früh mit dem Tretroller geflohen. Ja. Mhm. Das gab's damals so Tretroller. Und da haben sie mich natürlich wieder eingefangen oder eingesammelt irgendwo, ja. Und dann wurde so, mit 15 hatte ich diesen Berufswunsch. Ich war eigentlich ein sehr pflegeleichtes Kind ansonsten, keine Exzesse. Auch nicht als Jugendlicher, also keine Alkohol-Eskapaden oder irgendwas. Ich hatte nur diesen Berufswunsch. Mit 15 Jahren habe ich den auch geäußert, dass ich zum Theater will, zur Bühne will, dass ich Schauspieler werden will, dass ich das lernen will. Das war auch eine ganz kuriose Geschichte. Also mein Vater hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du musst ja wissen, jetzt bald mal wissen, was du machen willst beruflich. Habe ich mich nicht getraut, das zu sagen natürlich. Sagt er, nächsten Sonntag sagst du mir, was du werden willst. Da habe ich gedacht, ja gut, habe ich eine ganze Woche Frist, ja. Mhm. Dann kam der Sonntag, wir saßen beim Mittagessen und er sagt, so, jetzt sag mir, was du werden willst. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ich will Schauspieler werden. In der Erwartung eines großen Donnerwetters natürlich. Weil ich dachte, jetzt gibt es kein Halten mehr. Es passierte nichts, gar nichts. Schweigen im Walde. Ich dachte, oh, das war ja einfach. Am nächsten Tag dann auch wieder beim Mittagessen, Punkt 12 Uhr. Aus heiterem Himmel. Wie stellst du dir das vor? Bist du wahnsinnig? Was willst du überhaupt für Rollen spielen? Bist du überhaupt begabt? Was ist das alles? Ja. Mhm. Also, das war vom Timing her, könnte man was von lernen. Ne? Verzögert. Mhm. Und das Ganze hat dann nochmal richtig gekracht, als Sie 17 sind. Genau. Dann sind Sie auch aus dem Haus raus, nach einem Streit. Genau, nach einem Streit. Ich kam abends nach Hause, ich war bei irgendwelchen Kumpels, ich war gut gelaunt, ich habe ein fröhliches Lied vor mich hingepfiffen. Und er meinte zu mir, geh dahin pfeifen, wo du gesoffen hast. Und ich sagte, ich habe nicht gesoffen. Und dann hat er sich vor mir aufgebaut und ich sah schon die Faust. Ich sag, mach's nicht, tu es nicht. Tu es nicht. Ich schlag so zurück. Und dann hat er gesagt, Schlüssel her. Dann habe ich gesagt, hier hast du den Schlüssel, tschüss. Das war's. Und das war's dann. Das und dann war's. Sind Sie weg. Und Ich bin gegangen. Ja. Bin dann zum Kumpel, bei dem habe ich dann gewohnt. Ja. Lange, ich bin dann immer heimlich nach Hause, habe meine Mutter getroffen. Und bin dann ein Jahr später zur Schauspielschule. Und dann hat sich das... Spielt das eine Rolle bei all dem, dass Sie auch keine Kinder wollen, dass Sie denken, Mensch... Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ja? Weil ich, wie gesagt, ich habe mich oft überflüssig gefühlt als Kind. Mhm. Und vielleicht betrachte ich Kinder auch als überflüssig. Können Sie denn auch fremde Kinder nicht so gut ertragen? Kommt auf das Kind an, ja. Also es kommt auf die Kinder an. Es gibt also, was ich oft beobachte, ich beobachte viel, ja. Es gibt auch sehr viele unerzogene Kinder. Oder was wirklich bei mir ist, wenn Kinder schreiend durch einen Raum laufen, das glaubt vielleicht keiner, aber das verursacht mir Schmerzen im Rückenmark. Das ist kein Witz. Ja. Diese Schreie, die sind so hoch und das geht mir ins Rückenmark. Das halte ich kaum aus. Geht ins Rückenmark. Ja. Mhm. Ich hatte neulich eine Situation in einem Restaurant, ich musste mich so zusammenreißen, die rasen auf und ab. Unglaublich. Hören wir dazu doch mal Ihre Verlobte, die Schauspielerin und Musical-Darstellerin Janina Korn. Herzlich willkommen. Applaus
Herzlich willkommen im Nachtcafé. Teilen Sie dieses Unwohlsein? Also angenommen, Sie sind bei einem Freund oder einer Freundin eingeladen und da laufen immer zwei Kinder durchs Wohnzimmer. Was machen Sie? Wie geht es Ihnen dann? Klingt jetzt vielleicht schlimm, aber wahrscheinlich würde ich gar nicht erst hingehen. Gar nicht erst hingehen? Ja. Weil? Also ich habe das Gefühl, in meinem Freundeskreis haben natürlich viele Mädels auch schon Kinder. Und ich habe das Gefühl, dass es oft, wenn ich dann zu denen nach Hause komme, mit einer großen Erwartungshaltung verbunden, auch wenn die natürlich meine Scheu ein bisschen mit Kindern, auch wenn die das wissen, da geht dann die Tür auf und so, guck mal, da ist mein Kleiner und was sagt sie denn jetzt und so. Und das setzt mich unter Druck und ich fühle mich, ich fühle mich da nicht wohl. Ich kann mit Kindern einfach nichts anfangen und ich sage dann was zu dem Kind, sage Hallo und geht's dir wieder besser? Ich habe gehört, du warst erkältet und dann ist es halt für mich gelaufen. Ja, genau. Und das stößt Bekannte oft vor den Kopf. Und ich versuche dann offen damit umzugehen und zu sagen, das hat nichts mit deinem Kind zu tun. Das ist bei mir halt generell so. Was ist das, was Sie auch dann in bestimmten Situationen stört? Ist das das Laute, das bei Ihnen in den Rückenmark geht? Sind das klebrige Finger? Ist das dieses im Mittelpunkt stehen? Was ist das? Es ist tatsächlich, glaube ich, eine Kombination aus mehreren Faktoren, aber tatsächlich dieses wirklich im Mittelpunkt stehen, dass teilweise gar kein Gespräch mehr stattfinden kann. Sobald ein Kind im Raum ist, dann ist die Konzentration nicht mehr da, dann kommt das Kind rein, dann ist wieder was. Aus Elternsicht total verständlich natürlich, aber für mich als Person, die keine Kinder hat und auch keine Erfahrung damit hat, ist das wahnsinnig anstrengend und ich bleibe dann einfach lieber weg. Also das ist mal ehrlich ausgesprochen, muss man sagen. Es gibt ja auch Situationen jetzt, dass man versucht, sich aus dieser Umgebung bewusst rauszuziehen. Es gibt Restaurants, es gibt Campingplätze, es gibt Hotels, wo wirklich nur Erwachsene rein dürfen, wo Kinder, wie finden Sie das? Ich finde das super. Ich finde das super und das hat auch gar nichts damit zu tun, mit Diskriminierungen, wie das manchmal dann empfunden wird. Warum soll jemand, der keine Lust hat auf Kindergeschrei und auf wirklich diese extreme Aufmerksamkeit, die Kinder brauchen, warum hat derjenige nicht das Recht zu sagen, ich möchte das nicht? Jetzt bin ich gespannt, was Sie alle hier in der Runde dazu sagen. Wie finden Sie das? Restaurants, wo keine Kinder rein dürfen? Und für mich natürlich unvorstellbar. Ich muss aber dazu sagen, dass es ja einen Grund gibt, warum ich so viele Kinder habe, warum Sie so viele Kinder haben, weil wir das sehr lieben. Und ich fände es ja schrecklich, wenn bei euch ein Kind gekommen wäre, weil ich glaube, ihr hättet es ja einfach nicht gewollt. Also ich meine, es gibt ja schon den Grund, warum man das nicht will. Und ich finde, das darf schon jeder für sich entscheiden, dass man das eben nicht tut. Weil es gibt ja Familien, die das wahnsinnig gerne mögen und sich da voll hingeben. Und ich finde das aber auch voll total legitim, wenn ihr sagt, wir wollen das nicht. Und auch, ich weiß eben nicht, auch wie Ihre Kindheit war und sonst was. Bei Ihnen, Sie haben es angerissen, aber ich kann das total nachvollziehen. Ich bin halt so geprägt, dass das super war. Aber das ist dann natürlich total blöd, wenn ich von mir auf andere schließe. Das sollte man eh nicht machen. Also das ist ja voll euer Ding. Aber Restaurants, das ist, Kinder verbieten. Ja, wenn man mit mehreren Geschwistern vielleicht aufgewachsen ist, das auch noch mal ein bisschen was anderes. Sind Sie Einzelkind gewesen? Das habe ich nicht. Ich war lange Einzelkind, bis ich 12,5 war. Dann kam meine Schwester zur Welt. Das heißt, es ist auch schon eine sehr, sehr große Distanz. Ja, und das ist eine sehr große Distanz. Als meine Schwester 5 war, bin ich aus dem Haus. Das heißt, wir haben eigentlich nie, eine gemeinsame Kindheit hatten wir sowieso nicht in dem Sinn. Und wir haben heute auch keine wirkliche Verbindung zueinander. Das ist einfach nicht da, das stellt sich auch nicht her. Aber das ist doch auch, würden wir wahrscheinlich eher zu Ihnen kommen, weil Sie das wahrscheinlich total gut erklären können. Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Leute, die als Einzelkind groß geworden sind, unbedingt deswegen Kinder haben wollen. Und es gibt aber auch eben haben wir auch das in der Runde? Gefühl, genau, dass es so schrecklich war. Auch deswegen lehnt man Kinder ein bisschen ab, weil man sich in diesen Kindern wieder sieht, die auf einmal alles dürfen, die geliebt werden, die da rumrennen dürfen. Ja, ja. Und da kommt was sozusagen mit hoch in dem Vergleich. Das bleibt oft mehr unbewusst und deswegen mag man Kinder auch nicht so. Das, was wichtig an dem Thema ist, finde ich, dass die Gesellschaft sehr schnell urteilt. Sowohl bei denen mit den vielen Kindern, als auch bei denen ohne Kinder. Das ist ständig wird man beurteilt oder verurteilt. Spüren Sie das auch? Ja, total. Also ich erlebe das oft, dass ich weiß, dass ich ein egoistischer Mensch bin, aber man wird wirklich dann so als die egoistische Furie da dargestellt. Und so ist es ja nicht. Ich glaube, ich bin jetzt keine Furie und es ist eigentlich genau, wie Sie sagen. Ich war auch Einzelkind und ich war nicht glücklich mit dem Einzelkindsein. Ich hätte mir auch Geschwister gewünscht. Wahrscheinlich kommen da gewisse Sachen auch hoch. Mit 18 konnte ich das überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum mich Kinder so stören. Ich war damals auf einem Geburtstag von einer Freundin, da liefen überall Kinder rum. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich bin raus.
Und die sagte damals immer, Janina, was ist denn? Komm doch wieder rein. Ich habe es nicht ertragen. Ist es denn immer noch ein Unterschied, ob es Mann sagt? Aber unbedingt. Ja, unbedingt, ja. Sagen Sie. Ja, ganz genau. Also das, da haben wir uns nicht besonders viel geändert. Also Männer dürfen das. Männer dürfen auch die Familie verlassen und eine zweite Grund oder wild vor sich hinleben. Mhm. Und die, also ganz krass geht es Müttern, die gehen und den Vater mit den Kindern zurücklassen, die sind im Grunde genommen komplett verurteilt. Ja. Warum die gehen, warum das jetzt so gelöst wird, das interessiert da gar keinen mehr. Also wir sind ganz stark noch unter diesen wirklich, man muss sagen, christlichen Bildern, sind aber auch in anderen Religionen, es sind religiöser, starre Frauenbilder und Männerbilder auch. Ja. Rose? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass viele von uns, die es vielleicht nicht so einfach gehabt haben, auch gelernt haben, stark gemaßregelt zu werden. Also ein lautes Reinkommen in ein Zimmer, das war jetzt bei mir nicht wirklich was, das so passiert ist. Und wenn ich dann erlebe, wie Kinder so total die Aufmerksamkeit für sich nehmen, vereinnahmen, die Erwachsenen nicht mehr miteinander sprechen lassen, dann hat das früher in mir auch vieles ausgelöst, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist das kann doch nicht sein, oder? Weil es einfach nicht mit meinem Erleben als Kind auch übereingestimmt hat. Und ich habe auch das Gefühl, als Gesellschaft haben wir so den Anspruch, dass man als Eltern das mit den Kindern einfach hinkriegt, aber dass das saumäßig anstrengend ist, oder? Über das spricht man nicht so oft, sondern vor allem über das Glück, was Kinder machen, in allen Farben und Formen. Und was es aber bedeutet, und ich persönlich würde eigentlich schon gerne Familie haben, aber diese Anstrengung, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob ich das will. Und lustigerweise, ich werde nie gefragt, wann ich Kinder kriege oder noch eine Familie gründen will, weil ich komme ja aus Verhältnissen, die ein bisschen schwierig waren. Bei mir habe ich eher das Gefühl, dass Leute denken, besser nicht, die ist doch total überfordert. Also ich denke, auch da hat es ein bisschen Stigma, dass Kinder aus Heimen vielleicht eher weniger Kinder haben sollten, weil das kann ja nur abwärts gehen. Aber wiederum, toll, dass Sie es hier aussprechen und auch auf die Punkte hinweisen, auf die selten hingewiesen wird. War das für Sie, als Sie dann für sich irgendwann die Entscheidung getroffen haben, ich will keine Kinder, auch wie eine Befreiung in gewisser Weise, wie ein Befreiungsschlag? Ja, könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, muss ich auch sagen, wie man in die jetzige Welt. Ich muss drauf kommen, auf das Globale, wie man jetzt noch guten Gewissens, oder hinterfragt man das nicht, was bietet man den Kindern global gesehen für eine Zukunft? Ich frage mich das schon. Darf ich darauf antworten? Ja, klar. Ja, klar. Ich habe das Gefühl, dass es genau der Gedanke ist, den ich umdrehe. Ich sage mir, es ist total Zeit, Kinder in die Welt zu setzen. Noch mehr. Ja, es ist total Zeit. Hör doch zu. Es ist total Zeit, Kinder in die Welt zu setzen, die jetzt wirklich in einer Erziehung groß geworden sind mit sehr viel Verantwortung und die dann in der Lage sind, das zu ändern, was wir so verbocken. Also ich glaube, es braucht extrem viele gute Kinder, die gut erzogen. Da also braucht es aber extrem viele gute Eltern. Ja, es braucht viele gute Eltern und gute Erziehung. Ja. Jetzt hört man ja immer wieder auch von Paaren, wir wollen keine Kinder. Aber ich höre dann auch öfter mal, aber ein Hund? Ein Hund könnte es schon sein. Oh, ich hatte so viele Hunde in meinem Leben, eigentlich will ich keinen mehr. Eigentlich? Ja, ich habe da eine Partnerin. Also ein Hund könnte es schon sein. Ja, also ich hatte nie in meinem Leben Tiere. Ja, mal ein Kaninchen und so. Ne? Aber Hund fehlt tatsächlich noch. Ich hätte wahnsinnig gerne einen kleinen Hund. Müsste man natürlich schauen, wie sich das mit unserem Beruf vereinbaren lässt. Mein Verlobter ist der Meinung, das ist schwierig und das ist es wahrscheinlich auch. Deshalb. Ja. Also so viel Freiheit und Spontanität ist es dann auch nicht mehr, oder? Mit dem Hund nicht, nein, auf keinen Fall. Man muss immer gucken, wenn man den Hund nicht irgendwohin mitnehmen kann, dann muss man gucken, dass man ihn unterbringt. Das ist schwierig. Dann braucht man Leute, auf die man sich verlassen kann. Ich selbst habe nicht so einen großen Freundeskreis, weil ich zu oft in meinem Leben Städte gewechselt habe und Wohnungen gewechselt habe. Und habe nicht so einen Freundeskreis, auf den andere zurückgreifen könnten, die sagen, komm, nimm mal meinen Hund für 2-3 Wochen. Also aber der Hund ist so gern dabei. Ich weiß. Ich bin mit zwei Hunden gereist. Und es war auch immer Bedingung, ich komme nur, wenn ich meine beiden Hunde mitbringen kann. Aber es ist trotzdem. Auch in Restaurants? Die waren top. Ich bin in Restaurants, ohne Hunde bin ich nicht immer. Ja, also, ich glaube, das ist noch nicht ausdiskutiert bei Ihnen. Ja. Wir werden das beobachten. Auf jeden Fall danke, dass Sie da sind. Danke. Vielen Dank. Ja. Frau Korn.
Es gibt unterschiedliche Proben, auf die Familien gestellt werden. Das haben wir heute schon gesehen. Frau Karrenbauer, bei Ihnen war es so, wir haben es schon gesagt, fast 5 Jahrzehnte in großer Distanz zu Ihrem Vater gelebt. Um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, auch zurückschauen. Waren Sie eher ein Papakind, eher ein Mamakind? Wie würden Sie das rekapitulieren? Also da, ich muss dazu sagen, dass mir ganz viele Erinnerungen fehlt. Die Zeit, bis ich 7 Jahre alt war, ist eigentlich geprägt von der Vater ist nicht da. Er war ein viel beschäftigter Architekt. Genau, ja. Mein Vater ist Architekt. Also auch heute sagt er immer noch, ich bin ja noch Architekt. Architekt und Statiker. Er hat viel im Ausland gearbeitet. Meine Mutter war damals überhaupt nicht bereit, dazu ins Ausland zu gehen. Die war eben eher lieber bei ihrer Familie, bei ihren Freunden, mit uns Kindern. Also ich bin die Zweitgeborene. Ich habe eine 5 Jahre ältere Schwester. Und ich kann mich eigentlich wenig daran erinnern, dass mein Vater da war. Gibt es Fotos von Ihnen beiden von früher? Ja, es gibt ein Foto. Und es, ein Foto. Es gibt genau 3 Fotos, ist aber das, die sind am selben Tag ist entstanden. Ist das eins davon? Genau, das ist eins. Da muss ich so 1,5 gewesen sein. Also ich war Papakind. Und dieses Papakind machte sich darin quasi bemerkbar, dass wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren, also man fuhr nach Hahnenklee, also man fuhr in Wintersport und so weiter und so fort, dann erinnere ich mich immer an das Auto, an den Geruch des Autos. Und ich weiß, dass ich als wirklich kleines Mädchen schon wusste, mein Vater fährt einen blauen Mercedes 200er Diesel, eine Heckflosse, so habe ich es natürlich damals nicht genannt. Und es war das Kennzeichen DUDK 46, also Dieter Karrenbauer. Aber 46 war er zu dem Zeitpunkt nicht. Und dieser Wagen, dieses Auto spielt eine nicht unerhebliche Rolle, auch im weiteren Verlauf Ihres Lebens, weil es gab ein Ereignis, da haben Sie dieses Auto erkannt. Erzählen Sie mal, was war das für eine Sache? Ja, das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, den Verrat am Vater. Ja. Also dieses Gefühl, ein Vaterkind zu sein, den Vater immer zu vermissen, weil er eben nicht da ist. Und das habe ich immer gespürt. Und mein Vater war wieder mal nicht da. Ich war zu Hause und meine Freundin, eine gute Freundin, fragte damals mit ihrem Großmutter, mit ihrem Großvater zusammen, ob wir mit dem Hund nicht spazieren gehen wollen am Rhein. Und ich bin ja Duisburger Mädchen, ich komme also aus dem Pott. Und dann ließ meine Mutter das gewähren und wir fuhren also Opa und meine Freundin, der Hund und ich, wir fuhren also an den Rhein und gingen dort spazieren. Und als wir zurückkamen, da sah ich das Auto meines Vaters in einer Straße stehen und ich war irritiert. Ich wusste ganz genau, ich guckte auch, dass DUDK 46. Das ist die Heckflosse. Das ist die Heckflosse. Und ich fuhr hellblauer Wagen. So, und ich fuhr nach Hause und ich freute mich. Sag, Mama, der Papa ist da. Und sie so, nee, das kann ja gar nicht sein. Doch, der Papa ist da. Nein, das kann nicht sein, dein Papa ist in Gent. Nein. Und jetzt bin ich Steinbock-Mädchen. Ich habe so insistiert, immer wieder. Nein, der Papa ist da. Also das, ich weiß nicht, ob ich auf den Boden gestampft habe. Auf jeden Fall sagte meine Mutter dann irgendwann, dann zeig mir, wo du das Auto gesehen hast. Und dann hat sie ein Taxi bestellt, wir sind dann dahin gefahren. Und ich habe ihr das Auto gezeigt. Ich meine, ich bin 7 Jahre alt. Wahnsinn. Man redet jetzt nicht 15, 16, nur 7 Jahre alt. Und davor stand ein goldener Ford Capri. Und dieses Auto hatte meine Mutter schon mal gesehen. Und dann nahm sie mich an der Hand. Wir gingen da in der Umgebung umher. Meine Mutter fragte, so in den Hauseingängen, kennen Sie vielleicht den Besitzer oder die Besitzerin dieses Autos? Und sehr schnell gab es dazu einen Namen, Marianne Heck. Die wohnte natürlich auch da und wir klingelten dort und es wurde gedrückt und wir sind dann so ein kühles Treppenhaus hoch. Meine Mutter ist sehr klein, duckte sich aber trotzdem, ich war eh noch klein, duckte sich unter diesem Fischauge und eine Frau öffnete, die scheinbar gerade geduscht hatte, die so einen Turban umhatte. Meine Mutter schoss an ihr vorbei, mich an der Hand, ich will meinen Mann wieder haben. So, dann war das so eine ganz kleine Wohnung, so eine Single-Wohnung, wie in einem schlechten Film. Mein Vater sprang aus einem kleinen Schlafzimmer heraus, hinter einen Vorhang, weil es so eine Single-Küche war. So, also guckte wirklich nur noch mit dem Kopf oben, also ganz wie im schlechten Film. Und Sie waren mittendrin? Ich war mittendrin, meine Mutter war auch laut.
Und mein Vater, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt irgendwas gesagt hat. Ich wurde dann in die Toilette gesperrt. Dann wurde das da kurz geregelt. Oh Gott. So, und dann die nächste Erinnerung ist, wir sitzen im Auto. Mein Vater will irgendwas erklären. Meine Mutter sagt nicht vor dem Kind. Aber in diesem Moment, also man ging dann nach Hause und ich weiß, wir beiden Mädchen saßen vor der Tür, während die Eltern in einem geschlossenen Raum stritten. Danach habe ich einen Filmriss. Ich, aus meiner Kindersicht heraus sind wir sofort, meine Mutter hat die Sachen gepackt, es stand dort ein Internet-LKW, da kam das Kinderzimmer rein, man nahm nichts anderes oder die Kinderzimmer, es wurde nichts anderes mitgenommen und wir fuhren nach gen Norden. Mhm. Die Wahrheit ist, ich bin als kleines Mädchen dort rumgelaufen zu den Eltern meiner Freundinnen, bei der einen, die erzählte mir viele Jahre später, du kamst, weißt du noch, wie du kamst und gesagt hast, ich gehe jetzt aufs Dach und dann springe ich da runter und dann breche ich mir den Arm und dann darf ich hier bleiben. Oh Gott. Die nächste habe ich angebettelt und habe gefragt, ob nicht noch Platz in der Familie wäre. Also habe quasi um die Adoption gebettelt. Und das erzählt ja auch so viel über eine Kinderseele. Und ich war von da an, hatte immer Sehnsucht nach meinem Vater, der aber wie ein Single lebte, mit einer anderen Frau jetzt. Also er kam. Hat er denn versucht, zu Ihnen Kontakt zu halten? Also gab es irgendwelche Telefonate, Geschenke, irgendwas? Nein, mein Vater, deswegen sage ich das, er hat eigentlich wie ein Single gelebt. Ja. Er hatte Lust auf sein Leben, wir waren weg. Also heute erzählt er mir Geschichten, wo er sagt, das habe ich doch immer versucht, ich habe dich immer lieb gehabt. Aber es gab diese Bilder in mir nicht. Stattdessen war ich diejenige, die Bildchen malte von ihm mit einem Schnauzbart. Und von mir mit Zöpfen und schrieb dann, Papa, wann kommst du mich besuchen? Mhm. Oder sei doch so lieb und ruf mich mal an. Als Sie 17 waren, haben Sie ja sogar die Schule gewechselt, ne? Und wollten zu ihm ziehen, wenn ich das richtig... Ja, es gab also eine lange Phase, es gab wenig Kontakt. Und ich hatte nie das Gefühl, mein Vater hatte in irgendeiner Form Interesse an mir. Und meine Mutter brachte uns Kinder durch quasi. Und mein Vater war auch nicht bereit, also für uns Kinder zu bezahlen. Und ich habe dann aber irgendwann gedacht, so dieses, ich möchte Dinge verstehen. Ich wollte ja immer Sachen verstehen. Ich war immer neugierig. Ich war immer aufgeschlossen, immer empathisch. Und ich wollte so gerne verstehen, warum er so ist. Und ich wollte ihn auch kennenlernen. Und dann habe ich also mit 17 einen Schulwechsel gemacht, bin von Kiel, ich bin in Kiel aufgewachsen mit meiner Mutter und meiner älteren Schwester, später noch meiner jüngeren Schwester. Und habe dann mit 17 gesagt, ich gehe zu ihm, ich möchte da sein, ich möchte ihn kennenlernen. Er war einverstanden, Mutter war traurig, aber das war für mich beschlossene Sache. Also er fand es auch gut? Er fand das super, obwohl wir ja kaum Kontakt hatten. Ich habe gesagt, ich würde gerne kommen, möchte ich gerne kennenlernen. Was ich aber gar nicht wusste, ich durfte doch gar nicht in das Haus. In der Wohnung war ich doch nicht erwünscht. Ich kam auf eine Schule, mir wurde eine Wohnung gemietet. Da wurden ein paar Ikea, ein Schränkchen, eine Sitzgelegenheit. Und fortan sah ich meinen Vater überhaupt nicht. Also der Traum, den ich hatte von, ich lerne ihn kennen, der war so schnell ausgeträumt, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Meinen Sie, es gab dann auch noch eine juristische Auseinandersetzung, da ging es um BAföG und so weiter. Ja. Und dann haben Sie wirklich ja über 5 Jahrzehnte kaum Kontakt gehabt. Ist das dieser Kloß, ist der geblieben, den Sie so beschrieben haben, den Sie ja immer noch haben? War das Wut, war das einfach Traurigkeit? Was hat Sie da begleitet über all diese Jahrzehnte? Ich glaube, jedes Kind ist traurig, wenn es nicht geliebt wird. Haben Sie es denn dann auch irgendwann aufgegeben, in den Jahrzehnten auf ihn zuzugehen, nach all den Briefen, nach all dem, was da war, auch aus Selbstschutz vielleicht? Oder? Nein, ich habe einfach mit ihm gebrochen. Und gebrochen? Ich habe lange Jahre kaum Kontakt zu ihm gehabt. Ich habe auch gar nicht mit ihm gesprochen. Ich fand ihn immer unmöglich. Ich fand ihn bei jedem Telefonat, es hat genervt. Er war immer übergriffig. Es war immer so, er gab mir immer das Gefühl, er kann mich nicht leiden. So. Ist das nicht auch verständlich, dass man dann irgendwann sagt, so jetzt Schicht, also dann versuche ich es auch nicht mehr, auch wenn es Vater oder Mutter ist? Unbedingt. Also es gibt ja dieses christliche vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich sage da immer dazu, nur wenn sie es verdient haben. Ja. Das ist gut. Und das stimmt einfach, wenn sich jemand immer schlecht verhält, warum soll ich mit dem Kontakt haben? Da kann ich 5-mal blutsverwandt sein, das ist egal. Also wir sollten allgemein nur mit den Menschen Kontakt haben,
die uns gut behandeln und die wir gut behandeln. Das ist einfach so eine Grundregel. Und diese alten Verpflichtungen, die kann man wirklich über Bord werfen. Ne? Ja, wobei ich ganz ehrlich sagen musste, der Wille war immer wieder da, auch das zu verstehen. Das ist klar, ja. Und ich habe eine große Empathie für das Wort Verzeihen. Sie haben das ja vorhin angesprochen. Ja. Für mich ist Verzeihen lebensnotwendig. Mhm. Ich möchte Dinge verzeihen können. Mhm. Wenn wir bei dem Thema sind, vor gut vier Jahren hat sich nämlich etwas Grundlegendes verändert. Sie sind Ihrem Vater wieder sehr nahe gekommen. Mhm. Wie ist das passiert? Oder zum ersten Mal vielleicht so richtig nahe gekommen? Die Frau meines Vaters rief mich an und bat mich, mich 2 Tage um meinen Vater zu kümmern, weil der wiederum nach einer Herz-OP noch mal zum Entwässern ins Krankenhaus musste. Und es schoss aus mir raus und ich habe gesagt, ja, mache ich. Ihr habt mich nie um etwas gebeten, das mache ich und das kann ich auch einrichten. Ich wollte sowieso nach ihm sehen, weil man natürlich ab und zu telefonierte, und immer wieder so den Versuch startete. Und ich habe das dann gemacht und habe ihn dann abgeholt im Krankenhaus und fragte dann die Schwestern, muss ich auf irgendwas achten? Und daraufhin sagte die Schwester, die eine, ja. Und dann sagte ich, was ist es denn? Ihr Vater ist dement. Und dann sage ich, und wie macht sich das jetzt bemerkbar? Ja, also er ist aggressiv hier, wir hatten große Schwierigkeiten, er ist orientierungslos. Und ich dachte, oh, 2 Tage, das werde ich doch irgendwie hinkriegen. Und um die Sache abzukürzen, aus diesen 2 Tagen sind jetzt 4,5 Jahre geworden. Marianne, das tut mir nach wie vor sehr, sehr leid, war sterbenskrank. Stiefmutter? Ja. Ich höre sie noch sagen, ich komme doch gerade vom Tennis, da werde ich ja jetzt nicht todkrank sein. Und sie war todkrank, sie starb innerhalb von 4,5 Wochen. Und ich konnte es nicht übers Herz bringen, meinen Vater in dieser Situation allein zu lassen. Ich habe alles übernommen. Ich habe sie in den Tod begleitet bis zum letzten Atemzug. Ich habe ihn zurück ins Leben begleitet. Und ich habe einen Vater gewonnen, wofür ich sehr, sehr dankbar und demütig bin. Denn wir haben wirklich eine großartige, sehr, sehr intensive und nahe Zeit gewonnen. Er ist wirklich zurückgekommen, er war fortschreitend dement, also er war nicht komplett verschwunden. Und die letzten 4 Jahre, ich sag immer, es gab gute und auch schlechte Tage. Mhm. Manchmal überwiegen die schlechten wie im Moment, aber es gibt viele, viele gute Tage. Ich möchte keine Sekunde missen und habe eben darüber auch ein Buch geschrieben, weil ich weiß, in der Gesellschaft, gerade die Menschen, die ich heute Abend hier sehe, die Gesellschaft wird immer älter, immer näher kommen die Menschen in unseren Geschichten, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis, die an Demenz erkranken, an Alzheimer erkranken. Ich glaube, heute Abend sitzt jeder, irgendeiner von Ihnen wird immer sagen, ich kenne so jemanden, der verschwindet. Und auf das Verschwinden zu schauen, ist wahnsinnig schwer. Und ich habe dieses Buch, ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Auch die Hundegeschichte. Weil ich war immer mit Hunden. Und lustigerweise, als ich dann irgendwann da saß und dieser einen Hund meinen Vater ansprang, sagte ich, auch Papa, ich möchte auch so gern wieder einen Hund. Und dann sagte der, wieso willst du einen Hund? Hast du gar keine Zeit für. Und dann sage ich, warum habe ich denn dafür keine Zeit? Und daraufhin sagte er, du hast doch mich. Und aus diesem, du hast doch mich, wir mussten dann beide total lachen, wie ich habe jetzt dich. So, ne? Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Aber auch daraus ist wirklich diese Geschichte geworden. Ich habe jetzt ihn. Und ganz oft, wenn ich ihm Geschichten erzähle, berufliche oder sage, pass auf, so ist es jetzt, ich muss mal kurz weg, 2 Wochen oder so. Du musst das jetzt, organisiere alles, die Betreuer sind da, jeder kümmert sich, ich kaufe alles ein, dir wird es an nichts mangeln, ich rufe dich jeden Tag an. Und dann sagt er, na ja, klar, der Beruf geht vor und so. Mhm. Dann berät er mich in Geldfragen und das ist wirklich was völlig anderes daraus gekommen. Also es ist was völlig Neues, Sie haben ihn neu kennengelernt, wie wichtig war Ihnen das noch, wenn Sie das noch erklären? Also wenn er heute gehen muss, mein Vater wird jetzt 91 Jahre alt, dann danke ich dem lieben Gott, dass ich diese Zeit bekommen habe. Wie traurig wäre das gewesen, wenn wir uns nicht hätten begegnen dürfen und ich ihm nicht verziehen hätte. Ich wäre sehr traurig gewesen. Danke, Kathi Karrenbauer.
Wir haben heute immer über die Kernfamilie gesprochen. Und man muss dazu sagen, es ist oft auch mehr. Rose, Sie waren mal bei Ihrer Pflegefamilie. Sie waren mal bei Ihrem Onkel, bei einem Onkel. Sie waren mal bei den Großeltern. Sie waren mal bei den Eltern. Sie waren mal im Heim. Wenn Sie darauf zurückschauen, fühlen Sie sich da manchmal auch rumgereicht? Ja, ich fühlte mich schon ein bisschen überall und nirgends, aber das war für mich eigentlich jetzt nicht so ein Problem, weil ich war ja bei vielen netten, tollen Menschen, bei meinem Onkel auf dem Bauernhof, wo es auch immer junge Katzen hatte oder andere Tiere oder bei Pflegeeltern, die mit mir eine schöne Zeit hatten. Das war für mich kein Problem. Das Problem war eigentlich mehr wieder das nach Hause gehen. Das nach Hause gehen zu Ihren Eltern. Ja. Sie waren, als Sie 10 Monate, glaube ich, waren, sind Sie zu einem älteren Ehepaar gekommen. Wussten Sie denn, warum Sie dorthin gekommen sind? Hat man Ihnen das irgendwann dann erklärt? Ja, es ist noch lustig. Ich hatte auch lange Zeit keine Erinnerungen, was mit meinem Leben vor dem siebten Jahr war. So, ich hatte einfach das Gefühl, es war eigentlich eine glückliche Zeit. Ich hatte viele Erinnerungen an gewisse Momente oder dass ich mit diesen Menschen oder diesen Menschen war, aber ich hatte keine synchronische Information, wo ich wann war. Und ich habe dann erfahren von diesen älteren Pärchen, dass ich schon mit 10 Monaten von meinem Vater auf der Gemeinde abgegeben wurde, weil meine Mutter gerade im Spital war, wegen der Schwangerschaft mit meinem Bruder und mein Vater ins Militär einberufen wurde. Und dann einfach gesagt wurde, ja, schaut ihr mal. Und es gab dann keine offizielle Pflegeplatzierung, sondern ich wurde einfach gehütet. Und das mehr oder weniger, bis ich 7 Jahre alt war, immer überall ein bisschen an einem anderen Ort und zwischendurch bei den Eltern. Aber meine Mutter hat mich dann manchmal nicht mehr ertragen und dann wieder irgendwo hingebracht. Und ich glaube, das Ganze war für mich sehr verwirrend, aber ich kam irgendwie zurecht. Sie haben auch positive Erinnerungen, was ich so höre. Und da gab es Menschen, die Sie geliebt haben, was ja schon eine Menge ist. Das ist auch klar. Sie sind dann aber mit 7 zu Ihrer Familie, zu Ihren Eltern zurückgekommen. Sie hatten dann auch einen jüngeren Bruder. Wie haben Sie diese Zeit dann erlebt dort? Ja, also diese Beziehung zu diesem älteren Pärchen wurde abgebrochen. Und ich war dann, also meine Mutter war wie ein bisschen eine Art eifersüchtig auf meine Beziehung zu diesen Menschen. Sie wollte mich ganz für sich haben, aber gleichzeitig konnte sie mich nicht aushalten oder irgendwie irgendwas war da, dass sie mich nicht lieben konnte. Und als ich 7 Jahre alt war, bis etwa 9, war ich total isoliert und mehr oder weniger nur zu Hause bei meiner Mutter. Warum? Also, warum waren Sie isoliert? Durften Sie nicht raus? Oder? Also einfach die Leute, die sich eigentlich für mich interessiert haben, stellten ja auch fest, dass es Schwierigkeiten gab bei uns im Elternhaus und haben auch meine Eltern darauf angesprochen. Und das war für meine Mutter sehr schwierig. Und sie wollte keine Kritik an ihrem Erziehungsstil oder wie sie mit mir umgeht. Also die ältere Frau, die viel auf mich geschaut hat, hat auch gesagt, manchmal war sie mit meinem kleinen Bruder auf dem Spielplatz und hat dann gefragt, ja, wo ist denn die kleine Rose? Und sie sagte dann, ja, sie war nicht lieb, ich habe sie im Bett angebunden und sie hat mich dann geholt und dann war ich wieder eine Woche bei ihr, bis ich wieder abgeholt wurde. Im Bett angebunden, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wie würden Sie das sonst beschreiben? Wie ist Ihre Mutter mit Ihnen umgegangen? Wie war der Alltag für Sie? Also sehr unvorhersehbar. Also ich wusste nie, wenn ich am Morgen aufstehe, was mich erwartet. Bekomme ich eine warme Schokolade und Frühstück oder einen Satz heiße Ohren? Werde ich irgendwie wegen irgendwas zusammengeschrien? Also ich konnte durch den Raum gehen und es hat meiner Mutter nicht gefallen, wie ich laufe oder wie ich trinke aus dem Glas oder wie ich mich hingesetzt habe. Also einfach alles wurde auf irgendeine Art kritisiert. Ich hatte ein ganz tiefes Selbstwertgefühl, weil alles irgendwie nicht gestummen hat. Und der Vater? War der noch eine Anlaufstelle? Ja, er hat sich... Also meine Mutter hat ja sehr viele Probleme und er hat wahrscheinlich sich wie entschieden, einfach sie zu lieben. Und da gab es wie nicht mehr viel Raum für jemand anderen, weil sie halt sehr viel Raum einnahm.
Wie ist denn so ein Abend abgelaufen? Angenommen, er kam jetzt nach Hause und dann? Ja, also ich war ja dann irgendwo im Zimmer, das war ich eigentlich immer. Also ich habe mal noch das Geschirr gewaschen, ich hatte eigentlich mehr oder weniger einen Haushalt gemacht. Und dann hörte er von meiner Mutter, was ich alles falsch gemacht hatte und dann gab es halt einen Zusammenschiss oder auch mal, ja, andere Bestrafung, aber einfach, dass ich gespürt habe, es war wieder was falsch. Also es gab auch körperliche Gewalt? Es gab es schon auch, aber das ist für mich nicht das Hauptproblem, sondern die Abwertung, das Erniedrigen eines Menschen, das Kleingemachtwerden, weil körperliche Schmerzen vergehen, aber das, was in der Seele bleibt, das ist sehr tief, geht das. Ja. Das Kleingemachtwerden. Mhm. Haben Sie dann trotzdem versucht, Liebe zu bekommen von ihr, irgendwie dadurch, dass sie es ihr recht machen? Oder wie war das? Weil jeder von uns braucht es ja. Ja, ich habe halt immer gedacht, ich bin nicht gut genug oder ich mache es nicht gut genug. Und ich muss doch irgendwie das schaffen, dass meine Mutter mich liebt, weil alle Mütter lieben doch ihre Kinder. Und ich habe einfach von ihr immer gespiegelt bekommen, dass ich falsch bin oder schlecht bin und dass ich es verdiene, so behandelt zu werden. Und ich habe es immer versucht, aber ich habe es nie geschafft. Und irgendwann später in meinem Leben habe ich dann wie gemerkt, ich kann das gar nicht erfüllen. Aber als Kind dachte ich immer, ich muss mir mehr Mühe geben. Und, hatten Sie denn das Gefühl, sie mag sie überhaupt? Nein. Und dann ist von Liebe ja eh keine Rede mehr, wenn man sie noch nicht mehr mag. Nein, aber ich hatte Liebe und ich habe sie versucht auch zu zeigen, immer wieder. Und ich habe mich auch immer sehr gesorgt und sie war ja sehr herzkrank und hat sich immer sehr, sie stirbt jetzt dann bald, weil sie sich aufregt wegen mir und so und ja. Ich meine, wir kamen schon mal zu dem Kloß. Ich finde, der steigt einem da auch wieder da hoch. Ist Wahnsinn, was in Kinderseelen alles angerichtet werden kann, ja, wenn Sie das hören. Absolut, ja. Also ich tippe da auf eine schwere psychische Störung, irgendwas zwischen Borderline und schwerer narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Da werden wirklich Kinder psychisch missbraucht, um eigene Wut und eigenen Frust abzulassen, die klein zu machen. Die reagieren natürlich, weil sie abhängig sind von den Eltern, weil sie Eltern lieben. Und das will man. Der Rest der Welt hat einen enttäuscht und man lässt das dann alles an den Kindern ab. Und man kann nur hoffen, dass da anscheinend ein paar Leute drumherum waren, die immer mal wieder das aufgefangen haben und damit so eine Grundlage für eine Stabilität bilden, dass sie sich ja wirklich bemerkenswert entwickelt haben. Ja, also das ist ja wirklich erstaunlich. Gab es denn diese Menschen? Sie haben gerade gesagt, Sie hatten einen Bruder. Sie waren in der Schule. Es gab Lehrerinnen und Lehrer. Haben die gefragt? Haben die geguckt? Hatten Sie Menschen, bei denen Sie auch mal Ihr Herz ausschütten konnten? Also mit meinem Bruder hatte ich nie so wirklich eine Beziehung. Wir haben auch heute keinen Kontakt, leider. Ich hatte in der Schule jetzt auch nicht so gute Karten, weil ich mich ja eigentlich, ich lernte ja nicht, mich zu behaupten oder durchzusetzen. Ich war auch ein bisschen dort am Rand. Ich hatte so heimliche Telefonate mit Tanten, Onkeln oder auch später dann habe ich zurück ins Heim angerufen und so. Aber es kam nirgendwo die Hilfe, die ich eigentlich mir gewünscht hätte. Also wenn man mich gefragt hätte, willst du da leben? Oder wenn man mir gezeigt hätte, es gibt eine Möglichkeit, an einem anderen Ort zu leben, dann hätte ich nach diesem Rettungsanker gegriffen. Und erst viel später, also ich war dann schon von 9 bis 11 Jahre in einem Sonderschulheim, weil ich Sonderschulbedarf hatte. Ich war leicht auffällig in der Schule, was man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann. Also ich war vor allem abwesend und verträumt und irgendwo mit den Gedanken an einem anderen, an einem besseren Ort. Und nach dieser Zeit wurde ich wieder nach Hause platziert, weil die Sozialbehörde der Gemeinde fand, ich habe mich jetzt genug entwickelt und die Kosten fürs Heim könnten sie sich ja jetzt vielleicht sparen. Das habe ich dann später in den Akten gesehen. Und in dieser Zeit von 11 bis 15, das war wirklich eine ganz schlimme Zeit und ich wusste auch nicht, gibt es die Möglichkeit wegzugehen. Also ich dachte, das Einzige, wie ich mich retten kann,
wäre durch Tod, also wenn ich jetzt einfach sterben würde. Und ich bin manchmal auch in meinem Bett gelegen und habe mich gefragt, was wäre jetzt, wenn ich mich einfach auflösen würde? Wen interessiert? Ist irgendjemand da, der denkt, ich muss was tun für dieses Leben? Und es war teilweise nicht auszuhalten. Und ich habe dann auch so wie ein Teil von mir, der so schmerzte durch das Ganze, auch wie ein bisschen verdrängt, einfach um zu überleben, um diese Farce von Leben zu füllen mit dem, das von mir erwartet wurde. Aber ich konnte wie nicht mein Sein kultivieren. Also ich fand erst viel später zu mir als Person, wer ich bin, was ich kann, was ich liebe. Und das Leben, das ich heute führe, ist ein total anderes als das in meiner Kindheit. Was uns erstmal sehr, sehr freut. Ja, das muss man mal sagen. Sie haben gesagt, von 11 bis 15 waren Sie wieder bei Ihren Eltern. Wie sind Sie dann da rausgekommen? Ja, also es gab auch einen Streit. Es ist ja manchmal gut, dann muss man sich wehren und für sich einstehen. Das war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Ich hatte einen Streit mit meiner Mutter. Sie hat mich da zuvor wochenlang angeschwiegen. Und ich wollte wissen, ob ich duschen kann, weil ich musste das immer als Erlaubnis fragen. Und ich habe dann nichts gehört und irgendwann ist sie ausgerastet und hat sämtliche Dinge, die gerade rumlagen, nach mir geworfen. Und ich habe dann gefragt, Mama, hast du mich überhaupt lieb? Und dann hat sie gesagt, nein, dich kann man nicht lieb haben. Und ich habe mich dann entschieden, das Haus zu verlassen. Ich wurde aber zuerst noch eingesperrt in meinem Zimmer und bin dann da aus dem zweiten Stock gesprungen und zu meiner Lehrerin geflüchtet. Und da war klar, Sie gehen nicht mehr zurück? Das war mir klar, lieber sterben als zurück. Herr Mutzke, Sie haben mal gesagt, die Karriere ist ein Ast in Ihrem Leben und die Familie ist der Stamm. Wie ist es für ein Kind oder wie ist es für jemanden, wenn dieser Stamm morsch ist, wenn er brüchig ist? Können Sie sich das überhaupt vorstellen, was das für ein Leben bedeutet? Also ich habe dieses Bild deswegen bemüht, weil ich immer den Leuten klar machen wollte, wie wichtig mir meine Karriere ist. Die ist mir auf jeden Fall wichtig, aber sie ist halt eben nur ein Ast dieses Baumes. Und die Wurzeln dieser Stamm sind meine Familie und meine Vergangenheit. Und dann kann alles andere kaputt gehen. Dieser Baumstamm würde dadurch nicht kaputt gehen. Also das ist für mich, aber da sieht man mein Urvertrauen. Also ich habe trotzdem ein großes Urvertrauen entwickelt in meinem Leben. Durch meinen Vater, durch meine Geschwister, durch auch meine frühere Mutter. Aber das, was Sie gerade erzählen, bedeutet tatsächlich, was Sie sagen, da ist der Stamm morsch und droht jederzeit zu brechen. Und dann bricht alles, was daran hängt, eben zusammen. Und dann ist eben diese Vorstellung, dass ich für niemanden was bedeute und mich einfach auflösen könnte, das drängt sich dann auf. Ich finde das so erschreckend. Sie waren dann noch ein Jahr bei einer Pflegefamilie und sind dann ins Heim gekommen, von 16 bis 20, bis Sie auch Ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Wie haben Sie das Heim empfunden im Vergleich zu Ihrem Elternhaus? In beiden Heimen habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich hatte in dieser Zeit keine Angst und ich konnte mich auf die Schule konzentrieren. Ich meine, das ist ja auch etwas, wenn man zu Hause die ganze Zeit diesen Druck hat, genügen zu müssen oder etwas erfüllen zu müssen, das man gar nicht kann. Wie soll man sich dann auch auf die Schule konzentrieren? Und im Heim hatte ich diese Zeit. Ich konnte auch soziale Kontakte haben und lernen, mit anderen Mädels da die Kämpfe auszufechten. Das hatte ich zu Hause die Kapazität gar nicht. Und in der Pflegefamilie, da war es eigentlich wie am besten, oder? Weil da konnte ich Anschluss an eine Familie finden und ich bin eine dieser Heim- oder Pflegekinder, die halt das immer gesucht hat, irgendwo dazuzugehören, Anschluss zu finden, irgendwo ja, sein zu dürfen, wo man hingehört. Sie haben mittlerweile eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen, haben auch eine weitere Ausbildung noch absolviert als Sozialbegleiterin. Mhm. Sie arbeiten in einem Selbsthilfezentrum und Sie sind seit 7 Jahren in einer festen Beziehung. Wie schwer oder leicht war es, Vertrauen zu fassen, Nähe zuzulassen nach all dem, was Sie erlebt haben in der Beziehung? Dann? Es war
für mich eigentlich nie schwierig, Beziehungen aufzubauen oder Nähe zuzulassen. Es war eher schwierig zuzulassen, dass man mir hilft oder mir beisteht. Das fällt so unheimlich schwer, Menschen, die sowas erlebt haben wie Sie, weil da sind andere Menschen, nicht die eigenen Eltern, nicht die eigene Mutter, die netter sind zu einem als diese Eltern, die einem eigentlich verpflichtet waren. Und damit kommt man nicht klar. Deswegen lehnt man das sehr lange ab, andere nah ranzulassen, weil der Schmerz und die Wut kommt dann über die Eltern mit hoch. Das sind andere, die mir nicht so verpflichtet waren, wie meine Eltern sind nette zu. Aber ist es nicht wichtig, dass es überhaupt Menschen gibt? Also natürlich, müssen es die Eltern sonst können wir nicht heilen. Und da ist ja offensichtlich auch viel Heilung passiert. Ja. Mhm. Aber dieser Grundkonflikt, man hält es fast nicht nebeneinander aus. Diese Sehnsucht nach der Nähe und andererseits dieses Misstrauen und diese Wut, die gleichzeitig da ist, das ist allgemein ganz schwierig. Bei vielen Geschichten habe ich das hier gehört, Sachen nebeneinander auszuhalten. Das ist fast, also die Mutter, die wunderschön ist, geliebt ist und andererseits eben diese Alkoholikernummern bringt. Ja. Oder der Vater, der dann am Ende wie so ein Kind dement wird und aber Unglaublichkeiten gebracht hat. Und das ist fast nicht, das ist das Schwierige daran zu sagen, es gibt beides und es darf nebeneinander beides sein oder es muss sein, weil wir können es letztlich nicht auflösen. Sie sind heute übrigens auch Präsidentin des Vereins CareLiever, der sich um ehemalige Heimkinder kümmert und unterstützen auch Menschen, die in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind. Erstmal Respekt dafür, dass Sie das jetzt auch machen. Wenn Sie sagen, Sie haben Ihre Wahlfamilie, wenn Sie aus allem jetzt für sich zusammenfassen, was ist für Sie denn im Zusammenleben heute wichtig in Beziehungen? Sei es jetzt Ihre Partnerschaft oder zu anderen Menschen, die Ihnen nahestehen? Also ich denke, das, was mir wichtig ist, was man daraus macht, oder? Ich habe jetzt, sag jetzt mal, ein bisschen Scheiße erlebt, aber ich habe die Möglichkeit gefunden, damit umzugehen und ich habe auch Möglichkeiten gefunden, damit etwas anzustellen. Also ich habe mit anderen Heim- und Pflegekindern, unter anderem Thomas dort hinten, einen Verein gegründet. Wir können uns einsetzen auf politischer Ebene. Es gibt auch in Deutschland einen gleichnamigen Verein übrigens, wo wir einfach uns dafür einsetzen können, dass diese Menschen nicht alleine gelassen werden. Und ich kann Fragen stellen, wie wollen wir als Gesellschaft da sein für junge Menschen, gerade für diese jungen Menschen, die nicht in tragende Familiensysteme hineingeboren werden. Familie auf dem Prüfstand. Vielen, vielen Dank an Sie, Rose. Und vielen Dank nochmal heute ganz besonders an all diese Gäste. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Dann mit dem Thema, wenn der Schein trügt. Bis bald in Ihrem Nachtcafé. Tschüss. Danke nochmal.